Liebe Piratenfraktion, liebe Piraten und Bürger im Livestream, wir haben heute in der Fraktion Herrn Dr. Wolfgang Lieb zu Gast, der referieren wird mit anschließender Diskussion zum Thema die unternehmerische Universität, Kritik und Ausblick. Vielleicht sage ich erst mal ein paar Worte zu Herrn Lieb. Herr Lieb hat ein reichhaltiges politisches und wissenschaftliches Leben, erfülltes Leben bis jetzt gehabt und noch einiges vor sich, wie wir hoffen werden. Er war heute zu Gast bei uns in der Anhörung zum Thema der Vorschläge zur Veränderung des Hochschulgesetzes, des nordrhein-westfälischen sogenannten Hochschulfreiheitsgesetzes. Herr Lieb ist Jurist, ausgebildet an der Hochschule zu Köln, gehörte dem Sozialdemokratischen Hochschulbund an, 1969 und 70 sogar kurzzeitig dem Vorstand des Verbandes Deutscher Studentenschaften. Er war nach dem Studium 1972 zunächst wissenschaftlicher Assistent an der Gesamthochschule Essen und wechselte 1976 an die Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld. Von 1979 bis 1983 arbeitete Wolfgang Lieb in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes und wurde anschließend Leiter des Grundsatzreferates in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Bonn. Ab 1987 war er zunächst stellvertretender, später Regierungssprecher und Leiter des Landes- und Presse- und Informationsamtes des Landes Nordrhein-Westfalen unter Ministerpräsident Johannes Rau. Von 1996 bis 2000 war er Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium, also dem Ministerium, was natürlich unser zu behandelndes Thema berührt. Seit Ende 2003 betreibt Wolfgang Lieb zusammen mit dem Publizisten Albrecht Müller die politisch-kritische Webseite Nachdenkseiten, www.nachdenkseiten.de. Seit 2007 geben beide gemeinsam jährlich das kritische Jahrbuch Nachdenken über Deutschland heraus. Und für die Nachdenkseiten nahm Wolfgang Lieb 2009 den Alternativen Medienpreis entgegen. Ich würde mal sagen, ein Fundus, eine lebendige Datenbank zum Thema politische Bildung und wissenschaftliche Bildung in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Und wir sind sehr froh, Herrn Lieb hier zu Gast zu haben und erwarten gespannt Ihren Vortrag, Herr Lieb. Ja, vielen Dank, Herr Paul. Also wenn ich das alles glauben würde, was Sie jetzt rühmendes gesagt haben, müsste ich heute Abend noch beichten gehen. Das ist für mich jetzt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einem Livestreaming ausgesetzt bin. Also ich begrüße nicht nur Sie, sondern ich begrüße natürlich auch diejenigen, die zu Hause an ihren Computern sitzen und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und freue mich auf ein interessantes Gespräch. Herr Paul hat es schon gesagt, als ehemaliger Staatssekretär im hiesigen Wissenschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen werde ich freundlicherweise noch öfters zu der einen oder anderen Festveranstaltung an Hochschulen eingeladen und habe dann immer das mehr oder weniger zweifelhafte Vergnügen, den meist prominenten Rednern zu lauschen. Und mir fällt dabei immer wieder auf, und vielleicht geht es Ihnen, die sich vielleicht öfters an Hochschulen bewegen, genauso, dass die Stichworte der Reden eigentlich identisch bzw. austauschbar sind. Also wie aus einem Redenschreibgenerator bis zum Überdruss tauchen immer wieder folgende Stichworte auf: Wettbewerb, Autonomie, Exzellenz, Internationalität, effektives Management, natürlich Profilierung, Stärken, Schwächen, Abbauen, Wirtschaftlichkeit, zusätzliche Finanzierungsquellen angesichts knapper öffentlicher Kassen, Modularisierung, Profilbildung, selbstverständlich darf Marketing nicht fehlen und schließlich und letztlich natürlich auch Virtualisierung. Geradezu mustergültig durchdekliniert wurden diese Begriffe bei einer Veranstaltung vor einem Jahr an der Uni Hamburg von dem, ich will es mal so sagen, dem Erfinder der sogenannten entfesselten Hochschulen, nämlich dem ehemaligen Chef des Zentrums für Hochschulentwicklung von der Bertelsmann Stiftung, also CHE, der nun vor 13 Jahren dieses Buch Entfesselte Hochschule vorgeschlagen hat und nach 13 Jahren oder nach 10 Jahren eine Erfolgsbilanz darüber erstellt hat. Müller-Böhling sprach darüber, dass wir uns in einer Zeit der größten Umbrüche des deutschen Hochschulsystems seit den preußischen Universitätsreformen befänden. Und in der Tat hat in den letzten 10 Jahren ein Paradigmen- oder ein Leitbildwechsel weg vom
Humboldtschen Bildungsideal hin zum Hayek'schen Glauben an die Überlegenheit der Markt- und Wettbewerbssteuerung einer unternehmerischen, wie sie genannt wird, einer unternehmerischen Hochschule stattgefunden. Mit das klarste Bekenntnis zur unternehmerischen Hochschule finden wir im nordrhein-westfälischen Hochschulfreiheitsgesetz, das nachweislich am Schreibtisch des Bertelsmannschen CHE in Gütersloh entwickelt und sogar geschrieben worden ist. Kein anderes Land mache Freiheit mit dieser Konsequenz zur Grundlage seiner Hochschulpolitik, rühmte der frühere Siegener Betriebswirtschaftsprofessor und ehemalige nordrhein-westfälische Innovationsminister Andreas Pinkwart in einer ministeriellen Broschüre zur Begleitung bei der Einführung des neuen Hochschulgesetzes zum sogenannten Hochschulfreiheitsgesetz. Nun ist es so, der Begriff Freiheit nimmt eine zentrale Rolle bei der Umwälzung des Hochschulwesens ein. Das Pathos der Freiheit war und ist geradezu das wichtigste Lockmittel für die Betroffenen an den Hochschulen. Nun ist aber so, dass kaum ein anderer Begriff in der Menschheitsgeschichte so unterschiedlich gebraucht und auch so missbraucht wurde wie der Begriff der Freiheit. Man tut also gut daran, wenn von Freiheit die Rede ist, immer auch nach der schon von Immanuel Kant herausgearbeiteten Unterscheidung zwischen positiver und negativer Freiheit zu fragen. Also der Freiheit zu was und der Freiheit von was oder von wem. Und wir hatten jetzt inzwischen ja 6 Jahre Zeit, diese Freiheit in der Praxis der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zu beobachten. Um meine These vorwegzunehmen, die überwiegende Mehrheit der Forschenden und Lehrenden an den Hochschulen und schon gar der Studierenden sind mit der neuen Freiheit verglichen mit früheren Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten wesentlich unfreier geworden als unter der früheren, allerdings gewiss nicht optimalen akademischen Selbstverwaltung. Die unternehmerische Hochschule entmachtet die wissenschaftliche und akademische Gemeinschaft und die Fachgesellschaften als Treuhänder des Erkenntnisfortschritts im inneren Kern der Wissenschaft und der Wissensvermittlung in ihrem Außenverhältnis zur Gesellschaft, schreibt der Bamberger Wissenschaftssoziologe Richard Münch, von dem ich gehört habe, dass Sie den heute auch gerne zur Anhörung eingeladen hätten, aber er leider nicht konnte. Vielleicht wäre er einer der wenigen, sagen wir mal, Gegenstimmen zu den vielen Stimmen der Hochschulleitung, die wir heute gehört haben, gewesen und hätte vielleicht ein Stück weit Gegenpol darstellen können. In der selbstverwalteten Gruppenuniversität entschieden vor allem, sage ich mal vorsichtig, die Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden und in Studienangelegenheiten sogar manchmal paritätisch auch die Studierenden, vorsichtigerweise jedenfalls dem Anspruch nach forschungs- und lehrrelevanten Maximen und auch nach forschungs- und wissenschaftlichen Interessen über die Entwicklung der Hochschule, zumal über die Verteilung von Ressourcen, jedenfalls nachdem die Haushalte an den Hochschulen weitestgehend schon seit der Jahrtausendwende globalisiert worden sind. Der Staat legte den Finanzrahmen fest und führte im Wesentlichen nur eine Rechts- und Finanzaufsicht. Eine Fachaufsicht wie heute durch die Hochschulräte wäre gegenüber der Selbstverwaltungskörperschaft Hochschule nie und niemals denkbar gewesen. Das Schreckbild staatlicher bürokratischer Detailsteuerung, wie wir es heute auch wieder in der Anhörung zu hören bekommen haben, ist ein Buhmann, der von den selbsternannten Reformern aufgebaut worden ist. Man hatte damals allerdings immer einen Sündenbock zur Verfügung, wenn es zu Knappheiten oder zu Konflikten innerhalb der Hochschule kam. Und dieser Sündenbock war dann immer jeweils das Ministerium. In der neuen unternehmerischen Hochschule soll nicht mehr aufgrund von, jetzt zitiere ich im Wesentlichen den früheren Wissenschaftsminister, aufgrund von Entscheidungen in den Gremien, in denen, so schrieb Pinkwart, nur blockiert und demotivierende Bedingungen herrschten, sondern es muss, so wörtlich, nach den Gesetzen des Wettbewerbs und der Konkurrenz auf dem Wissenschafts- und Ausbildungsmarkt gehandelt werden. Nicht nur die Universität sollte unternehmerisch agieren, sondern auch die Lehrenden und Forschenden sollen zu Zitat
Unternehmern innerhalb der unternehmerischen Hochschule werden. Bei der Entscheidung unter Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck sind natürlich ausgiebige Diskussionen in Selbstverwaltungsgremien, so wurde es damals gesagt, nur bürokratische Hürden und Hemmnisse, die es aus dem Weg zu räumen gilt. Die Hochschule im Wettbewerb bedarf, so wiederum Pinkwart, klare, handlungsfähige und starke Leitungsstrukturen oder, wie es damals gesagt worden ist, ein modernes Management, das rasch Entscheidungen treffen und umsetzen kann. Horizontale Bottom-up-Strukturen, demokratischer oder kooperativer Interessenvertretungen mussten in diesem neuen Leitbild der Hochschule von vertikalen Top-Down-Entscheidungsbefugnissen abgelöst werden. Während der Rektor einer Hochschule früher der sogenannte Primus unter pares, also der Erste unter den Gleichen war, braucht die unternehmerische Hochschule laut Pinkwart wie ein auf Zukunftsmärkten agierendes Unternehmen sozusagen einen genialischen Unternehmensführer oder eben ein professionelles Management mit effizienten Entscheidungsbefugnissen und rascher Entscheidungskraft, das von der Spitze aus in alle Bereiche des Unternehmens als Arbeitgeber und Dienstherr des Personals, ehemals wurde das Personal Hochschullehrer genannt, und bis hinein in die Ausbildungsverhältnisse, ehemals wurde so etwas Studium genannt, durchentscheiden kann. Man braucht sozusagen einen Chief Executive Officer als Präsidenten, gegen dessen Stimme keine Entscheidung an der Hochschule getroffen werden kann. So ist es auch in § 15 Absatz 2 Ziffer 3 des hiesigen Hochschulgesetzes geregelt. Die Qualität einer Hochschule bestimmt sich nicht mehr aus ihrer wissenschaftlichen Anerkennung innerhalb der Scientific Community, also aus, wie Bourdieu würde sagen, aus ihrem kulturellen Kapital, sondern in der unternehmerischen Hochschule erweist sich die Qualität in der Konkurrenz mit ihresgleichen und die Qualität eines wissenschaftlichen Studiums lässt sich aus den Benchmarks von Hochschulrankings ableiten. Die Qualität der Forschung aus der erfolgreichen Konkurrenz um Marktanteile bei den Forschungsmitteln, nämlich der Höhe der Drittmittelwerbung, Einwerbung, also an handfestem Kapital messen. Dabei soll die einzelne Hochschule, ich zitiere wieder einmal Pinkwart, das Ziel der Qualität auf unterschiedlichen Wegen verfolgen. Die eine Hochschule wird sich auf ihre Rolle als Ausbilder und FE-Partner in ihrer Region konzentrieren, eine andere wird sich an starken europäischen Mitbewerbern um technologische Leitprojekte orientieren und mit dem Anspruch auftreten, in der internationalen Liga der Spitzenforschung mitzuspielen. Zitat Ende. Die Zielvorstellung entspricht also in etwa dem amerikanischen Hochschulsystem mit einer hierarchisch tief gestaffelten Hochschullandschaft einiger weniger Spitzenuniversitäten mit Ausbildungsangeboten für den Nachwuchs der Upper Class und der großen Menge der Hochschulen ganz unterschiedlicher Qualität für die große Masse der Studierenden. Dieser Trend wurde gerade jüngst wieder von der Europäischen Rektorenkonferenz, also der EUA, bestätigt, nämlich dass die Elite-Studenten eben auch sich ihre Elite-Universitäten suchen. Unter der Überschrift Zukunftspakt 2022 wurde am letzten Freitag eine Dreiklassengesellschaft im Hochschulwesen diskutiert. Danach sollen 2 bis 5 Hochschulen mit internationalem Rang in Deutschland bestehen, 20 bis 25 forschungsintensive Unis. Der Rest könne sich dann, so heißt es in dem Papier des Wissenschaftsrats, mit anderen Aufgaben profilieren. Nun ist es so, in einem Wettbewerb gibt es Sieger und Besiegte. Dieser Trend zur Hierarchisierung nach angelsächsischem Modell wird noch verstärkt durch die leistungsorientierte Vergabe der Landesmittel an die Hochschulen, nämlich nach Maßgabe relativ weniger Kriterien, unter denen die eingeworbenen Drittmittel wiederum eine zentrale Rolle spielen. Das heißt, der Wettbewerb um die Einwerbung von Drittmitteln von außen wird noch verstärkt durch die leistungsorientierte Mittelzuweisung durch das Land, das sich wiederum gleichfalls
daran orientiert, an der Menge und an der Masse der eingeworbenen Drittmittel. Damit den Gesetzen des Wettbewerbes gefolgt werden kann, müssen dem Glaubensbekenntnis des Markt- und Wettbewerbsliberalismus entsprechend der Staat oder die Politik aus dem Marktgeschehen möglichst weitgehend herausgehalten werden. Das Parlament ist allenfalls noch Zahlmeister, der so wörtlich Zuschüsse gewährt und der die Finanzierungssicherheit bis zum Ende der Legislaturperiode zu garantieren hat. Die Hochschulen werden also statt den Gesetzen des demokratischen Gesetzgebers den anonymen Gesetzen des Wettbewerbs unterstellt, so heißt es richtigerweise in einem Entschließungsantrag, den die Piraten heute zur Anhörung vorgelegt haben. Diesen angeblich objektiven Zwängen des Wettbewerbs kann und darf sich kein Mitglied der Hochschule, ob Forschender, Lehrender oder Studierender, mehr entziehen. Die Professorinnen und Professoren sollen sich quasi als Ich-AG begreifen und dementsprechend ein leistungsabhängiges Einkommen beziehen. Die Studierenden sollen den Status von Kunden erhalten und Bildung als Dienstleistung einkaufen. Darauf gründet im Übrigen ganz zwingend die Logik der Einführung von Studiengebühren. Schon die Abschaffung der Studiengebühren betrachtet das Bertelsmannsche CHE in seiner Stellungnahme hier zur heutigen Anhörung als einen Eingriff in die Autonomie der Hochschule. Es ist logisch, wenn ich Wettbewerb auch um Studierende führen will, dann ist die Gebühr das passende Pendant. Und niemand glaube, dass die 500 Euro, die ursprünglich vorgesehen waren, jetzt in den meisten Ländern wieder zurückgeholt werden, sozusagen das letzte Wort gewesen wären. Überall, wo Studiengebühren weltweit eingeführt worden ist, Musterbeispiel Australien oder England, haben sich die Studiengebühren binnen kurzer Zeit vervielfacht. In England haben sie sich verfünffacht, gemessen an dem Betrag zur Einführung. Und das ist auch nur logisch, denn wenn man sozusagen eine nachfrageorientierte Ausrichtung hat, dann muss man eben an den Hochschulen, die sehr nachgefragt werden, eben auch höhere Gebühren bezahlen. Das ist nur logisch. In Siegen ist es dann etwas billiger, weil da die Nachfrage eben nicht so stark ist. Also die Forschungsfreiheit der unternehmerischen Universität, Forschungslehr- und Lernfreiheit wird als Freiheit zur Durchsetzung auf dem Ausbildungs- und Wissenschaftsmarkt umdefiniert. Denkt jeder Hochschullehrer und jede Hochschule an sich, so ist an alle gedacht, so lautet ja das Credo das Markt- und betriebswirtschaftliche Credo. An die Stelle des Ministeriums oder des Parlaments als rahmensetzende Organe wurde der unternehmerischen Hochschule wie bei einem in Form einer Aktiengesellschaft konstituierten Wirtschaftsunternehmen eine Art Aufsichtsrat dem Management der Hochschule als so wörtlich Fachaufsicht vorgesetzt. Ich habe heute Mittag in der Anhörung die Abgeordneten der CDU und der FDP gefragt, die also ja auch einen Antrag gestellt haben und die sehr stark dafür plädiert haben, die Hochschulratsstruktur beizubehalten, dass ich dies für ein sehr merkwürdiges Verständnis eines Volksvertreters empfände, dass man nämlich sagt, wir verabschieden uns von den Hochschulen und überlassen die Entscheidung einem wie auch immer legitimierten Gremium und ziehen uns aus der Verantwortung für die Entwicklung des Hochschulwesens. Es geht mir gewiss nicht um die Frage von Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, aber für die Entwicklung des Hochschul- und vor allem auch des Ausbildungswesens völlig zurück und überlassen das einem Gremium, wo man sagen kann, dort sitzen in Anlehnung an die amerikanischen Boards drin old, wealthy, businessmen und man könnte jetzt in Deutschland noch hinzufügen, maskulin. Das ist das nämlich im Prinzip die Zusammensetzung der Hochschulräte, wie wir sie faktisch vorfinden. Dieser Hochschulrat besteht mindestens zur Hälfte aus Mitgliedern, die von außen kommen. Der Vorsitzende kommt in jedem Fall von außen. Vorschläge zur Besetzung des Hochschulrats macht ein Auswahlgremium aus zwei Vertreterinnen des Senats, also der Hochschule, zwei Vertreterinnen des bisherigen Hochschulrats, also des Aufsichtsorgans, und einem Vertreter des Ministeriums mit zwei Stimmen.
Dieses Findungsgremium entwickelt also einen Listenvorschlag, der vom Senat bestätigt werden muss, der aber letztinstanzlich durchgesetzt werden kann durch den Hochschulrat. Wenn also der Senat nicht bestätigt, dann hat letztlich der Hochschulrat die Durchsetzungsmacht und das Durchsetzungsrecht. Viele sagen nun, in diesem gerade beschriebenen Auswahlverfahren, wie gesagt, bei dem die Vertreter der Hochschule in der Minderheit sind, sei die demokratische Legitimation der Hochschulratsmitglieder gesichert. Selbst wenn man das zugestehen würde, dann muss man allerdings die Tatsache hinzufügen, dass der Hochschulrat in seinen Handlungen und Entscheidungen über die gesamte fünfjährige Amtszeit keiner irgendwie legitimierten Instanz rechenschaftspflichtig ist. Die Mitglieder können bislang noch, selbst bei persönlichen Verfehlungen, noch nicht einmal abberufen oder abgewählt werden. Dieses Defizit räumen inzwischen, so haben wir das heute Mittag ja auch gehört, die wichtigsten Propagandisten der Einrichtung von Hochschulräten, nämlich das Bertelsmannsche CHE und der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ein. In einem im September 2010 herausgegebenen Handbuch Hochschulräte wird zum Beispiel inzwischen die gesetzliche Regelung einer Abberufung von Hochschulratsmitgliedern verlangt. Es wird zugegeben, dass die Haftung der Mitglieder des Hochschulrats ungeklärt ist. Es wird auch gesagt, die Ehrenamtlichkeit konfligiere mit den meist weitreichenden Kompetenzen der Hochschulräte. Deshalb sollten diese für einen individuellen Versicherungsschutz, etwa einer Directors and Officers Versicherung abschließen, wie das bei im Management von Unternehmen üblich ist. Und die Hochschulen sollten natürlich Sorge tragen, dass diese Versicherungsbeiträge entsprechend abgeführt werden. Und weil in der neuen Hochschulwelt natürlich alles evaluiert werden muss, sollten sich die Vertreter der Hochschulräte auch einer externen Evaluation stellen. Außerdem soll das Ministerium externen Hochschulratsmitgliedern zu Beginn ihrer Tätigkeit einen Leitfaden, so wörtlich, in Form eines Starter-Kits für Hochschulräte zur Verfügung stellen. Eine angemessene Vergütung soll die Hochschule den Hochschulratsmitgliedern auch noch anbieten. So viel aus dem Handbuch für Hochschulräte, das vom Stifterverband und von der Bertelsmann Stiftung herausgegeben worden ist. Bis auf solche also eher kosmetische, teilweise also eher kabarettreifen Korrekturen wird jedoch an den Hochschulräten als zentrales Steuerungsinstrument der Hochschulen festgehalten. Die Hochschulratsmitglieder, das muss man sich wirklich so vorstellen, entscheiden über das Geld der Steuerzahler nach ihren ganz persönlichen oder ihren politischen oder ökonomischen Interessen. Man stellt sich einmal umgekehrt den Aufstand der Wirtschaft vor, wenn per Gesetz entschieden würde, im Aufsichtsrat eines Unternehmens müsste eine Mehrheit von externen Wissenschaftlern oder von beliebigen Repräsentanten der Gesellschaft das Sagen haben. Der Hochschulrat hat die Fachaufsicht, eine Aufsicht, wie sie in einer Engführung bislang nie gegeben hat, über die Hochschule. Laut § 21 Hochschulfreiheitsgesetz konzentrieren sich die wichtigsten Machtkompetenzen einer Hochschule im Hochschulrat. Er wählt die Mitglieder des Präsidiums, er stimmt den Hochschulentwicklungsplan zu, er stimmt dem Wirtschaftsplan und dem Plan zur unternehmerischen Hochschulbetätigung zu, er nimmt zum Rechenschaftsbericht des Präsidiums Stellung, er nimmt Stellung zur Angelegenheit der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums, die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtungen betreffen. Er entlastet das Präsidium. Am wichtigsten ist dabei die Wahl und die Entlastung der Hochschulleitung durch den Hochschulrat. Der schon erwähnte Müller-Böhling, also dem ehemaligen Chef des CHE, hat die Bedeutung dieser Bestimmung in dankenswerter Offenheit begründet. Das ist also überhaupt kein Geheimnis. Er sagt, nur durch die Wahl des Präsidiums durch den Hochschulrat erhält die Hochschulleitung gegenüber den hochschulinternen Gremien die Unabhängigkeit, die sie für ein effektives und effizientes Management benötigt. Nun bin ich selbst seit 8 Jahren Mitglied in einem Hochschulrat und habe meine persönlichen und praktischen Erfahrungen sammeln können. Mit vielen anderen Hochschulratsmitgliedern, mit denen ich im Gespräch bin, bin ich zur festen Überzeugung gelangt, ein ehrenamtlicher Hochschulrat ist mit den ihm per
Gesetz übertragenen Kompetenzen schlicht überfordert. Die jeweiligen Entscheidungen leiten sich allenfalls aus dem persönlichen Vorurteil, dem Interessenbezug des Einzelnen ab oder, was eigentlich die Regel ist, man folgt lieber gleich dem Vorschlag des Präsidenten. In der überwiegenden Anzahl der zu treffenden Entscheidungen, vor allem der wichtigen Entscheidungen, hat das hauptamtliche Präsidium einer Hochschule gegenüber einem wohlgemerkt viermal im Jahr tagenden ehrenamtlichen Hochschulrat einen nicht einholbaren Informationsvorsprung und kennt die möglichen Handlungsoptionen besser als zumindest jedes externe Mitglied des Hochschulrats. Viele Präsidenten entwickeln sich dadurch zu Alleinherrschern bzw. zu patriarchalischen Unternehmenspersönlichkeiten. Im wirklichen Leben sieht es nämlich so aus, dass vor entscheidenden Sitzungen des Hochschulrats der Präsident versucht, dessen Vorsitzenden in Vorgesprächen auf seine Seite zu ziehen, und der Vorschlag des Präsidenten wird dann im Hochschulrat meist ohne größere Diskussionen durchgewinkt. Für eigene Vorschläge fehlt in aller Regel schon der notwendige Unterbau an Mitarbeitern für einen Hochschulrat. So kann der Präsident praktisch jeden Widerstand oder jeden seiner Position entgegenstehenden Beschluss der hochschulinternen Gremien aushebeln. Nun war die Vorstellung, der Hochschulrat nimmt Impulse aus Wirtschaft und Gesellschaft auf und vermittelt in dieser Weise diese Impulse als Transmissionsriemen in die Hochschulen hinein. De facto gibt es jedoch fast überall, wo sich Hochschulräte konstituiert haben, Impulse, vor allem aus der Wirtschaft, genauer der Groß- und Finanzwirtschaft, der IHKs oder bestenfalls noch örtlicher Unternehmer. Nach der jüngsten Erhebung durch Burgumüll, die gerade erst vor einem Monat herausgekommen ist, ordnen sich 41% der befragten Hochschulratsmitglieder dem Bereich Wissenschaft zu. Burgumüll sagt, es könne also angenommen werden, dass eine Orientierung an den Normen und Interessen des Wissenschaftssystems bestehe. Das heißt aber eben gerade nicht, dass die gesellschaftliche Perspektive und Kompetenzen, wie das Gesetz ja angeblich vorsieht, eingebracht würden. Die am zweithäufigsten vertretene Gruppe bilden Personen aus der Wirtschaft mit 36%. Davon sind wiederum 78% Vertreter von Großunternehmen. Was aber noch entscheidender ist, unter den Hochschulratsvorsitzenden liegt der Anteil der Wirtschaftsvertreter bei fast der Hälfte, nämlich bei 47%. Also 47% aller Hochschulratsvorsitzenden sind Vertreter, meistens aus den Aufsichtsräten, von Großunternehmen. Es ist also nicht übertrieben, wenn man sagt, dass die unternehmerischen Hochschulen von Unternehmern maßgeblich kontrolliert, ja sogar gesteuert werden. Arbeitnehmer oder Repräsentanten aus anderen gesellschaftlichen Gruppen sind nur zu einem ganz kleinen Bruchteil vertreten. Übrigens der Anteil der Ruheständler ist hochsignifikant hoch. Von einer gemeinsamen Repräsentanz wichtiger Fürsprecher in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in den Hochschulräten kann also kaum die Rede sein. Die Frage, ob die in Nordrhein-Westfalen mögliche Durchsetzung eines Präsidenten seitens des Hochschulrats gegen das Votum des Senats verfassungskonform ist, war Gegenstand einer Dissertation an der Universität zu Köln. Der Verfasser Thomas Horst kommt zu dem Ergebnis, dass nach Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes der Gesetzgeber in allen wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten verpflichtet ist, einen hinreichenden Einfluss der Träger der Wissenschaftsfreiheit zu garantieren und dass die im Hochschulgesetz NRW eingeräumte Möglichkeit der Überstimmung des Senats durch den Hochschulrat als verfassungswidrig zu beurteilen ist. Darüber hinaus sieht dieses Rechtsgutachten in der Tatsache, dass sich die externen Hochschulratsmitglieder durch einen Stichentscheid des nach dem Gesetz zwangsläufig aus dem Kreis der externen zu bestimmenden Hochschulratsvorsitzenden gegen die internen Mitglieder durchsetzen können, die in der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen in Artikel 16 Absatz 1 verankerte Garantie der Selbstverwaltung als verletzt an. Die schon genannten Bochumer Soziologen sehen in einer früheren Studie in den Hochschulräten eine Privatisierung der Organisationsverantwortung zulasten klassisch parlamentarischer Repräsentation der gesellschaftlichen Interessen, vor allem aber zu Ungunsten der Selbstverwaltung der Hochschule. Es zeige sich darüber hinaus in der tatsächlichen Zusammensetzung der Hochschulräte
eine Erosion der klassischen Verbändebeteiligung. Ich persönlich sehe in der Funktion der Hochschulräte das Kernelement einer funktionellen Privatisierung der öffentlichen und überwiegend staatlich finanzierten Hochschulen. Nachdem die Versuche in Deutschland, private Hochschulen aufzubauen, sowohl in Quantität als auch an der Qualität, zumal an der Forschungsqualität, keinen durchschlagenden Erfolg hatten, wurden nunmehr von den Verfechtern der unternehmerischen Hochschule die öffentlichen Hochschulen von innen heraus privatisiert. Das heißt, sie werden wie private Hochschulen organisiert und sollen auch wie private Unternehmen auf dem Ausbildungs- und Forschungsmarkt agieren. Der einzige Unterschied zu echten privaten Hochschulen ist, dass diese unternehmerischen Hochschulen zu 80, manche sogar zu 90% vom Steuerzahler finanziert werden. Die eingeworbenen ergänzenden private Finanzierung steuert also den überwiegend staatlich finanzierten Apparat. Bildlich gesprochen könnte man sagen, der Schwanz wackelt mit dem Hund. Also die 10 oder 20% wackeln mit den 80%, die der Steuerzahler beiträgt. Und der Steuerzahler bzw. das Parlament hat ja sozusagen ganz bewusst sich entschieden, nichts mehr gegenüber den Hochschulen sozusagen bestimmen zu wollen oder mitreden zu wollen. Diese Form der Privatisierung, der Staat finanziert und die private Seite steuert, dürfte sozusagen die Idealform der Verfechter der Privatisierung öffentlicher Einrichtungen sein. Die These von der funktionellen Privatisierung der staatlichen Hochschulen vertrete ich nun seit einiger Zeit, und es hat mir bei den Befürwortern der unternehmerischen Hochschule manche Kritik eingebracht. Zum Glück habe ich jetzt inzwischen Unterstützung erfahren, und zwar von völlig unverdächtiger Seite. In einem im Oktober 2010 erschienenen, in einer Studie aus dem Oktober 2010 vom Stifterverband, also sagt es mal etwas verkürzt, dem verlängerten Arm der Wirtschaft in die Wissenschaft, in Kooperation mit der McKinsey Company, wird die derzeitige Landschaft privater Hochschulen untersucht. Und da heißt es schon im Vorwort: Bund und Länder haben die staatlichen Hochschulen in die Freiheit entlassen und sie weitgehend in die Lage versetzt, sich nach ihren eigenen Vorstellungen weiterzuentwickeln. Damit hat sich auch das Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Hochschulen verändert. Bisherige Alleinstellungsmerkmale der privaten Hochschulen werden nun mit staatlichen Hochschulen geteilt. Auch eine Untersuchung des Hochschulforschungsinstituts in Wittenberg-Hof kommt zu dem gleichen Ergebnis, dass die Differenz zwischen staatlicher und privater Hochschulträgerschaft an Bedeutung verloren hat. Neben dem Begriff der Freiheit ist der zweite Begriff oder der andere Begriff Autonomie das zweite Tarnwort gewesen, mit der die Hochschulen ihre Tür für die unternehmerische Hochschule freiwillig geöffnet haben. Nach der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts gewährt Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes zum einen jedem, der wissenschaftlich tätig ist oder tätig werden will, also auch Studierenden, zunächst ein subjektives, individuelles Freiheitsrecht. Zum anderen leitet das Gericht aus diesem subjektiven Grundrecht mittelbar eine institutionelle Garantie der Universität ab, damit sich Forschung und Lehre ungehindert in dem Bemühen um Wahrheit entfalten können. Deshalb ist die Wissenschaft selbst, wie es das Bundesverfassungsgericht formulierte, zum einen von staatlicher Bevormundung freier Bereich autonomer Verantwortung der einzelnen Wissenschaftler und auch der in der Universität tätigen Hochschulangehörigen erklärt worden. Die institutionelle Autonomie gegenüber dem Staat hat ihre Begründung darin, dass die staatlich finanzierten Hochschulen einen Ort bilden sollten, in dem sich frei von staatlicher und politischen Interessen die Gesellschaft selbst zum Gegenstand ihres kritischen Denkens macht. Hochschulen sollten, wie Parsons das ausdrückte, als Treuhänder der Gesellschaft fungieren. Und um das leisten zu können, sollten sie sich von den Verhältnissen und Interessen, die sie ja gerade aufklären sollen, unabhängig sein. Das ist der eigentliche Sinn der Hochschulautonomie. Das Leitbild der unternehmerischen Hochschule
wechselt diesen auf die individuelle Wissenschaftsfreiheit und nur mittelbar als institutionelle Garantie auch auf die Hochschule als Organisation bezogenen Autonomiebegriff und verengt ihn primär auf die Institution Hochschule, ja noch mehr auf eine autokratische Hochschulleitung. Ich habe heute Mittag sozusagen mir etwas die freche Bemerkung erlaubt, als da so ungefähr 8 oder 9 Vertreter der Hochschulleitung in der Anhörung zu Wort kamen, dass ich behaupte, dass die Vertreter der Hochschulleitung in der Frage über die der Hochschulstruktur Partei sind, nämlich dass sie die Interessen ihres Amtes vertreten. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, dass demjenigen, also den Hochschulleitungen, denen das sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz erheblich viel mehr Macht eingeräumt ist, gerne wieder auf diesen Machtzuwachs verzichten möchten. Das fällt einem das berühmte Beispiel mit dem Frosch und mit den Fröschen und dem Sumpf ein. Also das ist völlig logisch, dass die Hochschulleitung diese ihnen einmal zugestandene Macht natürlich mit Zehen und Klauen verteidigen. Die Hochschule als autonomes Unternehmen, so die Vertreter der unternehmerischen Universität, sollen einerseits vom Staat weitgehend befreit sein, andererseits soll das individuelle Freiheitsrecht zur freien Forschung und Lehre freiwillig von den Beteiligten den Zwängen des Wettbewerbs überantwortet werden. Nämlich eben, wie schon gesagt, des Wettbewerbs um die Einwerbung der über die staatliche Grundfinanzierung hinausgehenden Drittmittel und die Logik habe ich auch schon aufgezeigt, eben die Einwerbung von Studiengebühren. An der Einwerbung von Geld soll sich also künftig vor allem wissenschaftliche Qualität und gute Ausbildung messen lassen, vor allem aber auch die Entwicklung von wissenschaftlichen Fragestellungen und die Entwicklung von Forschung bestimmt werden. Damit nun kein Missverständnis aufkommt, ich wende mich nicht gegen einen Wettbewerb um die besten Forschungsleistungen, im Gegenteil. Einen solchen Wettbewerb unter Wissenschaftlern hat es immer gegeben. Wissenschaft, zumal an einer von der Allgemeinheit getragenen Hochschule, ist genuin auf Wettstreit um die richtige Antwort oder pathetisch gesagt auf den Wettstreit um Wahrheit angelegt. Das Bild der Vertreter der unternehmerischen Hochschule vom Wettbewerb ist aber ein anderes. Das ist das Bild einer Hochschule, die wie ein Unternehmen ihre Produkte und Waren, also ihre Forschungsleistungen wie ihr Aus- und Weiterbildungsangebote auf dem Markt an kaufkräftige Nachfrage abzusetzen hat, nämlich an zahlungskräftige Forschungsförderer und Auftraggeber, an Stifter und Sponsoren und an Studierenden, die eben nunmehr als Kunden zur Kasse gebeten werden sollen. Dass die Studiengebühren abgeschafft worden sind und dass dies als systemfremd betrachtet worden ist, habe ich schon erwähnt. Diese Ausrichtung auf die Einwerbung von Drittmitteln ist auch empirisch erhärtet. Die Drittmittelquote bei der Finanzierung ist im letzten Jahrzehnt von 16% auf 26% gestiegen. Aber wie immer beim Durchschnitt sagt das eigentlich relativ wenig aus. Es gilt ja der alte Satz, der See war 1 Meter tief und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Gerade an den renommiertesten Hochschulen ist der Drittmittelanteil viel, viel höher. An der TU München zum Beispiel kommt knapp die Hälfte aller Drittmittel direkt von der Wirtschaft. Im Jahre 2010 ist laut Förderatlas der Deutschen Forschungsgemeinschaft das Verhältnis von Grundmitteln zu Drittmitteln sieht wie folgt aus. Grundmittel 15,5 Milliarden Euro, eingeworbene Drittmittel 5,3 Milliarden Euro, also immerhin schon fast ein Drittel der Mittelausstattung der Hochschulen kommt von über Drittmittel. In vielen Diskussionen, die ich immer wieder habe, wird meiner Kritik an der unternehmerischen Hochschule entgegengehalten. Meine Beschreibung sei zwar nicht falsch, aber was spräche denn gegen dieses Leitbild, wenn es zu mehr Effizienz und zu mehr Wirtschaftlichkeit und zu mehr Qualität der Hochschulen führe? Diesen Einwand ließe sich auf theoretischer Ebene, nämlich der Ebene der Funktionsprinzipien des Forschungsprozesses
oder den, wie man auch so schön sagt, den professionskulturellen Verhältnissen von wissenschaftlicher Arbeit entgegentreten. Ausführungen dazu muss ich mir aus Zeitgründen ersparen. Das Dilemma der unternehmerischen Universität wurde aber inzwischen auch empirisch dargestellt und belegt. Die Soziologen Klaus Dörre und Matthias Neiss von der Friedrich-Schiller-Universität Jena untersuchten die Gretchenfrage, ob die unternehmerische Hochschule tatsächlich unternehmerisch auch erfolgreich ist. Das Ergebnis ist ernüchternd. Ich zitiere aus dem Buch. Das Konzept der unternehmerischen Universität mag geeignet sein, das Personalmanagement an den Hochschulen zu verbessern und die Ressourcenverteilung transparenter zu gestalten. Doch angesichts der chronischen Unterfinanzierung des Hochschulsystems und aufgrund nicht intendierter Effekte für kollektive Arbeitsprozesse, die Innovation überhaupt erst ermöglichen, kann eine allzu nahtlose Umsetzung des Leitbildes der unternehmerischen Universität alte Innovationsblockaden verstärken oder ganz neue erzeugen. Die Verfasser dieser Studie kommen zu folgender Schlussfolgerung: Einseitig an messbaren Effizienz- und Wettbewerbskriterien ausgerichteten Steuerungssysteme, wie sie den Leitbildern der unternehmerischen Universität und eines Academic Capitalism entsprechen, laufen Gefahr, das Gegenteil von dem zu produzieren, was sie eigentlich beabsichtigen. Sie können Innovationen erschweren, ja geradezu blockieren. Denn Innovationen entstünden innerhalb der Universität als Ergebnis weitgehend ungeplanter Prozesse in Nischen, die sich einer direkten Kontrolle entzögen. Sie beruhten auf kollektivem Lernen, setzen Vertrauen und gegenseitige Anerkennung und Kooperation und eben nicht Wettbewerb voraus. Die Autoren bringen es auf den Satz, das Regime von McKinsey und Co. beeinträchtige geradezu die Funktionsfähigkeit der Herzkammer des Kapitalismus, nämlich sein Innovationssystem. Der akademische Kapitalismus betrifft aber nicht nur die Forschung, sondern vor allem auch den Wettbewerb um die Studierenden. Wir haben und wir bekommen mehr und mehr sozusagen einen Bayern-München-Effekt unter den Hochschulen. Also die Bayern kaufen etwa Götze oder den armen Mainzern oder wem auch immer die besten Spieler ab und bauen damit ihre Spitzenposition in der Tabelle aus. Und die anderen haben halt das Nachsehen oder steigen womöglich sogar noch ab. Was man beim Fußball, ich sage jetzt mal so, noch zwar vielleicht ärgerlich ist, also etwa im Falle Götze, aber was man eben noch hinnehmen könnte, da im Prinzip nur private Vereine oder die Hoffnungen von Fußballfans betroffen sind, führt auf dem Feld der Hochschulen zu einem weiteren Verlust an Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland, nämlich zu einem Verlust an allgemeiner Studienqualität in der Breite. Und das zulasten von Hunderttausenden von Studierenden, die aus finanziellen oder sonstigen Gründen eben nicht an einer Elite-Universität studieren können. Wie schnell sich die neue symbolische Hierarchie etabliert hat, zeigen erste Daten über die Hochschulwahl unter Studierenden. Bei denjenigen, die einen Abiturdurchschnitt von 1,2 und besser aufweisen, hat sich binnen nur 3 Jahren eine gravierende Veränderung ergeben. Innerhalb dieser besonders leistungsstarken Gruppe, ich lasse mal diesen Begriff so stehen, haben die, die aus akademischen Elternhäusern kommen, bereits 2006 zu 42% an einer der 9 damaligen Elite-Universitäten studiert. Bis 2009 ist der Anteil auf 50% gestiegen. Gleichzeitig ist er bei denjenigen, die nicht aus Akademikerfamilien stammen, deutlich gesunken. Das ist ein Zitat von Michael Hartmann, bekannt als Eliteforscher in Darmstadt, der dann schreibt, über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird sich das aus anderen Ländern mit Elite-Universitäten bekannte Muster sozialer Exklusivität zumindest in Teilen weiter durchsetzen. Wir verlieren also eines der weltweit anerkannten Qualitätssiegel des deutschen Hochschulsystems. Eine zwar nicht gleichartige, aber eine qualitativ relativ hochwertige und gleichwertige Breite. Deutschland liegt zwar eben, übrigens durchaus anzweifelbaren Vergleich der Spitzenhochschulen, nicht unter den ersten 50,
aber in der Zahl der qualitativ hochstehenden Hochschulen auf den vordersten Rängen. Unsere Stärke war, international auch anerkannt, die relativ hohe Qualität in der Breite. Schon heute ist allerdings ein guter Bachelorabschluss keine Eintrittskarte in ein Masterstudium einer Elite-Universität mehr. Und schon heute wissen viele Personalchefs nicht mehr sehr viel mit den Abschlusszertifikaten der unterschiedlichen Hochschulen anzufangen. Im Regelfall ist es eben so, dass diejenigen Studierenden, die einen Abschluss an einer dieser Elite-Universitäten gemacht haben, von vornherein ein positives Vorurteil der Personalchefs besitzen. Aus vielen Veranstaltungen an Hochschulen, an denen ich teilgenommen habe, und aus vielen Gesprächen mit Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern weiß ich, dass sich an den Hochschulen nach anfänglicher Euphorie über die neue Freiheit und die Versprechungen der Autonomie inzwischen viel Unmut und Frust angesammelt hat. Viele sehen ihren professionskulturellen Charakter der Arbeit gestört oder gar schon verletzt an. Beim Bologna-Prozess wurde, angefangen von der früheren Bundesbildungsministerin Schawan über den Wissenschaftsrat, ja sogar bis zur Hochschulrektorenkonferenz, Korrekturbedarf inzwischen anerkannt. Ganze Fakultätentage lehnen eine Teilnahme an den CHE-Rankings ab. Es gibt Resolutionen von Fachbereichen gegen das unternehmerische Hochschulmanagement. Leider rekrutiert sich der Widerstand, wie etwa vom Hochschulverband, konnte man heute Mittag auch wieder beobachten, vielfach aus der konservativen Seite, die leider nichts anderes will als eine Rückkehr in die heile Ordinarienuniversität. Der Unmut einzelner Hochschulangehörige dringt aber nur wenig an die Öffentlichkeit. Den Ansprechpartner für die Öffentlichkeit, siehe heute Nachmittag, sind eben die Hochschulleitungen oder die Präsidenten der Hochschulen. Und warum sollten die, wie gesagt, sich gegen eine Reform wenden, die ihnen viel, viel Macht eingeräumt hat? Einen erneuten Paradigmenwechsel herbeizuführen, ist eine ganz schwierige Herausforderung. Hochschullehrer sind, das weiß jeder, der einmal an einer Hochschule gearbeitet hat, Einzelkämpfer. Die Erfahrung von solidarischer Kraft ist ihnen historisch ja nicht gerade besonders ausgeprägt. Die Hochschulen waren politisch leider schon immer eine leichte Verfügungsmasse der jeweils politisch Mächtigen oder des Zeitgeistes. Außerdem hat sich an den Hochschulen so eine Art Froschperspektive des politischen Denkens breit gemacht. Selbst fortschrittliche Hochschullehrer und schon gar die Hochschulleitungen greifen zum Beispiel in ihrer Not nur allzu gern nach dem Strohhalm der Studiengebühren oder privater Drittmittel. Daraus erklärt sich auch der Widerstand vor allem der Rektorenkonferenzen gegen die Abschaffung der Studiengebühren. Viele Hochschulangehörigen haben vor der nunmehr seit den 70er Jahren mit dem Öffnungsbeschluss beginnenden staatlichen Unterfinanzierung, sie haben schlicht und einfach resigniert und ihre Hoffnung auf eine angemessene staatliche Finanzierung, die haben sie weitgehend aufgegeben. Das Politikum, das nämlich die knappen öffentlichen Kassen auch etwas mit dem Steuersenkungswahn und dem Aushungern des Staates der letzten Dekaden zu tun hat, wird an den Hochschulen gar nicht mehr gesehen. Wie hieß das Schlagwort? Starve the Beast, also Hunger den Staat aus, war ja auch der Kampfruf der Chicago Boys, also der Reaganomics und der Thatcherismus. Unverkennbar ist auch die überwiegende Mehrheit der Hochschulangehörigen auf den wirtschaftsliberalen Mainstream eingeschwenkt. Die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, wo diese Lehre ohne heute Mittag an der Anhörung, Herr Paul und Sie mögen das, die Sie heute mit dabei gewesen sind, mögen das bestätigen. Zu einem wirklichen Leitbildwechsel im Hochschulsystem wird es letztlich erst dann kommen, wenn wir auch gleichzeitig zu einem Art gesellschaftlichen Paradigmenwechsel kommen, nämlich der Paradigmenwechsel weg von einem Humboldtschen Bildungsideal hin zum Hayek'schen Glauben an die Überlegenheit der Markt- und Wettbewerbssteuerung ist ja keineswegs ein Spezifikum der Hochschulreform der letzten Jahre. Dieser Umbruch ist Ausfluss des zur Vorherrschaft gelangten gesellschaftlichen Denkens, das mit den Schlagworten Deregulierung, Privatisierung, Wettbewerb und einer dramatischen Zurückdrängung des Staates zusammengefasst werden kann. Dieses Weltbild hat ja nicht nur die Wirtschaft durchdrungen,
sondern es hat sich auch in nahezu allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, von der Sozialpolitik, zum Beispiel bei der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge, über die Kulturpolitik bis hinein eben auch in die Bildungspolitik durchgesetzt. Wir erleben es bei der Privatisierung der Leistung der Daseinsvorsorge oder bei der finanziellen Ausblutung des Staates. Ohne einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel weg vom neoliberal nur unzulänglich umschriebenen Weltbild wird es auch keinen erfolgreichen Leitbildwechsel an den Hochschulen geben. Alle, die an den Hochschulen mit dem herrschenden Leitbild der unternehmerischen Hochschule unzufrieden sind und unter den herrschenden Bedingungen leiden, sollten aber nicht abwarten, bis sich dieser politische Wandel, bis sich der politische Wind wieder gedreht hat. Sie sollten vielmehr die Hochschulen als einen Schlüssel zur Gesellschaftsreform betrachten und damit den Wechsel sowohl an der Hochschule als auch in der Gesellschaft voranzutreiben. Mir ist klar, dass ein solches Engagement angesichts von Prüfungs-, Evaluierungs- oder Akkreditierungsstress und angesichts des permanenten Drucks, neue Forschungsanträge an Land ziehen zu müssen, von vielen Hochschulangehörigen als Zumutung angesehen wird. Aber einen anderen Weg, damit die Hochschulangehörigen wieder zu ihrer originären Aufgabe zurückfinden können, nämlich zu guter Lehre und freier Wissenschaft, einen anderen Weg sehe ich leider nicht. Ich danke Ihnen für Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit und für die Zumutung, die ich Ihnen zugemutet habe, und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Puh, das war eine Menge Heavy Stuff. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch unser Hinweis, auch unsere Teilnehmer im Stream, im Internet sind herzlich eingeladen, mitzudiskutieren und Fragen zu stellen, die von uns hier abgefangen und in die Runde eingespeist werden. Einmal über Twitter, über das Hashtag PIRAST, also Doppelkreuz PIRAST, oder per E-Mail über piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Stellt uns eure Fragen, schickt uns eure Statements, wie auch immer. Ich möchte Ihnen, lieber Wolfgang Lieb, schon vorab, obwohl die Diskussionsrunde ja noch kommt, ganz herzlichen Dank sagen und möchte auch dafür sorgen, dass Ihnen die Piratenfraktion immer in dankender Erinnerung bleibt. Die Tasse ist durchaus also etwas, was, wo wir als Fraktion stolz drauf sind, ein solches Erinnerungsstück weitergeben zu können. Ich bedanke mich sehr. Öfters auf meinem Frühstückstisch. Okay. Okay. Das war natürlich sehr, sehr dicht, was Sie uns präsentiert haben, mit sehr vielen Gedanken, bis ins Philosophische rein. Ich erinnere mich, dass weiter vorne irgendwann der Immanuel Kant mal aufgeschlagen ist. Humboldt sowieso, Humboldtsches Bildungsideal und unternehmerische Hochschule so als zwei Pole. Mir sind, bevor ich die Frage Runde eröffne. Mir ist vor allem jetzt zum Schluss etwas hängen geblieben, dass Sie die Hochschulen als Schlüssel zur Gesellschaftsreform begreifen und dieser Schlüssel jetzt quasi direkt angegriffen wird, eben dadurch, dass man ihn, wie Sie sich ausgedrückt haben, nicht kalkulierbaren Zwängen unterworfen hat, anstatt wie üblich früher, ich sag mal, dem Staat als Gewährsträger in irgendeiner Form verpflichtet zu sein, beziehungsweise der Gesellschaft verpflichtet zu sein. Meine erste Frage an Sie ist eine eher sachlich-fachliche, was die Hochschulräte angeht. Wir Piraten haben die ja deutlich kritisiert in unserem Antrag. Sie haben in Ihrem Gutachten auch hervorgehoben, dass Sie im Großen und Ganzen damit konform gehen können, bis auf den Punkt, dass Ihnen die Rolle, die wir den Hochschulen, wie auch immer, Beiräten dann beimessen würden, dass Ihnen das zu unpräzise formuliert gewesen ist. Wenn ich erstmal als Frage einsteigen könnte nochmal, ich weiß, das war im Ausschuss schon Thema, wenn Sie dazu nochmal ein paar Sätze sagen könnten, wie müssten wir unseren eigenen Gesetzentwurf, in welche Richtung müssten wir ihn präzisieren, dass er vor Ihren Augen Bestand hat? Nun bin ich nicht sozusagen derjenige, der den Stein der Weisen gefunden hat, sondern ich kann nur Diskussionsanstöße geben und diesen Diskussionsanstoß habe ich auch zu geben versucht.
Also wenn selbst heute Nachmittag der Herr Berthold vom Zentrum für Hochschulentwicklung in seiner Stellungnahme schreibt, dass Hochschulräte im Prinzip eigentlich kritische Freunde der Hochschule seien, dann stellt sich mir, und wenn fast rundum gesagt worden ist, ja, im Gesetz sieht das ja anders aus, man geht an den Hochschulen pragmatisch vor. Widersprechen Sie mir, wenn ich etwas falsch interpretiere. Dann frage ich mich, warum man dann an Kompetenzen festhält in einem Gesetz, die ins Leere laufen, weil sie im pragmatischen Umgang gar nicht vollzogen werden oder wahrgenommen werden. Und deswegen halte ich es für richtig, weil ich durchaus dafür bin, dass Hochschulen in gesellschaftliche Verantwortung stehen. Übrigens eine Geschichte, die es in allen Kulturstaaten gibt. Fast alle Kulturstaaten haben bei sich, sei es früher die Kirchen oder Klöster oder sonst irgendwelche Einrichtungen geschaffen, die außerhalb von gesellschaftlichen Zwängen gestanden sind, damit in solchen Institutionen auch darüber nachgedacht werden kann, was in dieser Gesellschaft passiert. Und das ist der eigentliche Sinn von Autonomie, nämlich unabhängig von außen auf die Gesellschaft zu blicken und sie kritisch zu begleiten und zu beobachten. Und das, deswegen ist es auch durchaus legitim und richtig, dass der Hochschule ein Beirat zur Seite steht, wo in der Tat gesellschaftliche Belange, regionale Belange an die Hochschule herangetragen werden. Ich würde es eben nicht, wie jetzt im Gesetzentwurf der Piraten vorgesehen, dabei bewenden lassen, dass es im Prinzip zwischen Senat und Präsidium ausgehandelt wird, wie diese Beiratsstruktur aussieht. Sondern ich würde der Beiratsstruktur noch eine Aufgabenbeschreibung mit ins Gesetz geben. Da kann man nun jetzt lange darüber diskutieren, wie weit diese Aufgabenstruktur differenziert werden sollte. Ich hätte beispielsweise überhaupt nichts dagegen, wenn ein solcher Beirat das Recht hätte, von einem Hochschulpräsidium einen Rechenschaftsbericht zu bekommen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn einem solchen Beirat ein umfassendes Informationsrecht gegeben würde, Stichwort Kooperationsverträge zwischen Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen, Beispiel Köln, Bayer. Die wollen wir ja ganz transparent haben. D'accord, ich widerspreche dem nicht, aber sozusagen jedenfalls auch sollte sozusagen ein solches Transparenzgebot gegenüber einem solchen Beirat existieren. Also das heißt, ein solcher Beirat sollte durchaus umfassende Informationsrechte gegenüber der Hochschule beanspruchen können und erwarten dürfen. Ich könnte noch einige anderen, die habe ich aber in meiner schriftlichen Stellungnahme auch ausgeführt, ich möchte jetzt nicht immer zu lange reden, was ich für falsch und für geradezu systemfremd und systemwidrig halte, ist das Letztentscheidungsrecht, wie es derzeitig bei den Hochschulräten liegt, also vor allem auch bei der Wahl, bei den Hochschulentwicklungsplänen und. Denn da kann man, wie gesagt, Rat geben dazu, das ist unbenommen, aber ein Letztentscheidungsrecht darüber zu geben, ob beispielsweise eine bestimmte Fakultät zusammengelegt werden soll, ob ein bestimmter Fachbereich geschlossen werden soll, das sind doch Entscheidungen, die kann nicht irgendein ein Gremium von, ich sage es jetzt mal fast so, von zufällig zusammengesetzten Personen entscheiden. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. An meiner Hochschule, wo ich im Hochschulrat bin, sollten ein ganzer Standort aufgelöst werden und auf den Hauptcampus gelegt werden. Keines der externen Hochschulmitglieder war jemals persönlich und konkret an diesem Standort, der aufgelöst werden sollte.
Wie sollte ein externes Hochschulratsmitglied auch nur einen Begriff oder ein Empfinden dafür haben, ob dieser Standort, ich sage es jetzt mal etwas lasch, was taugt oder ob er nichts taugt? Das kann nicht funktionieren. Das können sozusagen wirklich nur diejenigen entscheiden und vernünftig beurteilen, die Erkenntnisse vor Ort haben und Erfahrungen vor Ort haben. Das heißt also, ich bin sehr dafür, und da hab ich heute Mittag auch gesagt, dass ich Ihren Vorschlag, dass die Hochschulratsstruktur in eine Beiratsstruktur umzuwandeln, nichts dagegen zu sagen. Ich würde es nur das Aufgabenfeld etwas differenzierter noch beschreiben wollen in einem Gesetz, damit es nicht wieder Willkür an einzelnen Hochschulen gibt. Sie haben mich darauf angesprochen, Schlüssel zur Gesellschaftsreform. Jetzt will ich etwas bekennen, was Sie erstaunen wird. Diesen Begriff, dass die Hochschulen ein Schlüssel zur Gesellschaftsreform sind, Sie werden es nicht raten, habe ich von Reinhard Mohn, dem Patriarchen der verstorbenen Patriarchen der Bertelsmann Stiftung. Das gesamte Engagement der Bertelsmann Stiftung im Hochschulbereich, als zum Beispiel auch die 1994 stattgefundene Gründung des Zentrums für Hochschulentwicklung, resultiert aus Mohns klarer Erkenntnis, dass Hochschulen der Schlüssel zur Gesellschaftsreform darstellen. Ich denke, diese Einsicht kann man nicht bestreiten. Reinhard Mohn hat damals dann gesagt, ich mache sozusagen die Hochschulreform dadurch, dass ich, Sie haben das Stichwort genannt, selbst meine private Hochschule gründe, nämlich Witten-Herdecke. Nun war es aber so, dass Witten-Herdecke schon nach wenigen Jahren pleite gegangen wäre, wenn nicht das Land damals zu einem Drittel, inzwischen kenne ich die Anteile gar nicht mehr, dieser Hochschule 5 Millionen Euro per anno von einem Gesamtbudget von 39 Millionen unterstützt hätte. Und so erging es ja auch anderen Hochschulen. Schauen Sie die Jacobs University in Bremen. Ich glaube, insgesamt 179 Millionen hat das arme Land Bremen für diese private Hochschule finanziert. Es hat sich herausgestellt, mehr oder weniger, dass die privaten Hochschulen, ja, ich sage jetzt auch mal so, weil die öffentlichen Hochschulen eben nicht so schlecht sind, wie sie gemacht wurden, neben den öffentlichen Hochschulen einfach nicht dieses Erfolgsmodell waren, das man von ihnen erhofft hat. Deswegen kam der schlaue Reinhard Mohn auf die Idee, hat das CHE gegründet, ich verkürze jetzt meine Argumentation, und hat gesagt, wenn ich schon den Weg der Umorientierung der Hochschulen über private Hochschulen nicht schaffe, dann mache ich es doch, indem ich die öffentlichen Hochschulen intern quasi privatisiere oder sie zumindest funktional privatisiere. Und wie man sieht, dieser Weg war erfolgreich. Wir haben eben heute Hochschulen, die genauso strukturiert sind wie jede private Hochschule, mit einem Aufsichtsrat, einem Board und einem starken Durchgriff versehene Hochschulleitung. Also der strukturelle Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Hochschulen hat sich in sich aufgelöst. Der einzige Unterschied ist, dass staatliche Hochschulen noch mit einem höheren Anteil durch Grundmittel finanziert werden. Das ist noch der einzige Unterschied. Und da habe ich ja gesagt, das ist die Idealform der Privatisierung, nämlich der Staat zahlt, hat nichts mehr zu sagen und sozusagen die Privaten in Anführungszeichen lenken. Okay, vielen Dank. Eine Frage, fast noch ein zweiter Vortrag, Herr Lieb, vielen Dank. Ich glaube, da drüben war eine Frage. Wenn ihr euch beim Fragen kurz vorstellt, das rübergehen. Ja, ich bin der Benjamin Killewald, 21 Jahre aus LV Aachen. Ich habe eine Frage nochmal zu, das war ganz kurz angesprochen, die Rechtsprechung in Bezug auf den Hochschulrat beziehungsweise diese Dissertation von einem Herrn von der Uni Köln, wenn ich es mir richtig... Thomas Horst. Thomas Horst, ja.
Ich habe selbst vor kurzem einen Vortrag gehalten über das unter anderem, also über Freiheit des Studiums mit dem Spannungsfeld von Artikel 12 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, die ja besagt, dass auf der einen Seite die ProfessorInnen in ihrer Lehre frei sind, auf der anderen Seite gewährleistet sein muss, dass die Studierenden zur späteren Berufsausübung befähigt sein sollen. Dafür gibt es in Fachbereichen den Fachbereichsrat, ein demokratisches Gremium, der mehrfach in Urteilen so als rechtens bestätigt wurde. Gibt es da weitere Urteile zum Gegen- oder für Hochschulräte? Und also mir erschließt sich nicht ganz, weshalb die Bedingung, dass das Gremium, dass die Freiheit der Lehre oder der Forschung eines oder eines Lehrenden oder Forschenden einschränkt, in diesem Fall ja nicht demokratisch gewählt wird. Das erschließt sich mir nicht ganz, warum das da eine andere Grundlage zu haben scheint. Also es gibt direkt zur Struktur oder Konstruktion der Hochschulräte, zumal hier zum nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz, bislang keine einschlägige Rechtsprechung. Es gibt ein Indiz darüber, wie gegebenenfalls, wenn diese Frage, die Sie angesprochen haben, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt würde, wie sie gegebenenfalls entschieden werden könnte. In einem Urteil über das niedersächsische Hochschulgesetz hat das oberste Gericht in einer Passage deutliche Zweifel, so heißt es dort, Zweifel ist der Begriff, angemeldet, ob der in Niedersachsen existierende Stiftungsrat hinreichend kompetent wäre, um die Entscheidungsbefugnisse, die ihm eingeräumt sind, die Kompetenzen auch ausfüllen zu können. Sie haben recht, entscheiden über die Studienordnung tut der Fachbereichsrat, aber Sie wissen so gut wie ich, dass eine Studienordnung ja heutzutage der Akkreditierung unterliegt, welche Agentur auch immer. Ich könnte jetzt noch mal ein Referat darüber halten, wie zweifelhaft sozusagen die Berechtigung oder die Kompetenz der unterschiedlichen Akkreditierungsagenturen ist, ein Urteil darüber zu treffen, ob eine bestimmte Studienordnung zum Beispiel in dem Sinne, wie Sie das erfragt haben, nämlich berufsbefähigend ist. Ich will diese Diskussion an dem Punkt nicht vertiefen, sage aber, jetzt werden Sie mich sozusagen, was so weiß ich, als alten Herren oder sonst was bezeichnen wollen. Ich wüsste nicht, wo der Vorteil der Akkreditierungsräte gegenüber den früheren, Gremien war, die über Studienordnungen befunden haben. Man nannte das damals Rahmenprüfungsordnungen, die da in diesen Rahmenprüfungsausschüssen saßen. Unternehmen, Arbeitnehmervertreter, Wissenschaftler und der Staat. Dort kam natürlich das, was Sie erfragt haben, nämlich was wird von der Wirtschaft verlangt, was verlangen die Arbeitnehmerseite, was verlangt die Wissenschaft. Im Prinzip wurde das diskutiert und wurde sozusagen in den Rahmenprüfungsordnungen vorgegeben. Ich weiß nicht, inwieweit ein Akkreditierungsrat die zentrale Frage nicht der Beschäftigungsfertigkeit, sondern der Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden besser beurteilen können soll, als es sozusagen die früheren Rahmenprüfungsausschüsse konnten und vermochten. Im Übrigen, da wird immer gesagt, und da hat der Staat drin rumgefummelt, ich saß in mehreren Rahmenprüfungsausschüssen in meiner Amtszeit drin. Die einzige Rolle, die der Staat da häufig gespielt hat, war die zu sagen, liebe Leute, denkt daran, ein Studium muss auch noch studierbar sein. Denn es gibt einen natürlichen Bias, die Wissenschaft
jeder Wissenschaftler hält es einfach für das Wichtigste. Die Wirtschaft sagt, alles muss studiert werden. Die Gewerkschaften sagen, es ist nicht schlecht, wenn die alles wissen. So, das heißt, die Studien wurden im Normalfall völlig überladen und es war immer im Wesentlichen die Aufgabe der staatlichen Seite, auf die Studierbarkeit zu achten. Ob die Studiengänge heutzutage mit einem Workload von 45 Stunden in der Woche noch studierbar sind, das will ich jetzt nicht beurteilen. Jedenfalls höre ich von studentischer Seite nicht gerade Positives darüber, dass diese Studienordnungen nun dazu geführt haben, jedenfalls ein wissenschaftliches Studium zu verbessern. Okay, unser hochschulpolitischer Referent Hilmar Schulz hat eine Frage an Sie, Herr Lieb. Ja, gern. Danke, ich brauche mich dann gar nicht mehr selbst vorstellen. Nein, wir sind uns auch schon begegnet. Ja, wir sind uns auch schon öfter begegnet, genau. Zum Thema Akkreditierung würde ich noch ein... Was gibt es denn da zu lachen? Ja. Zur Akkreditierung würde ich noch eine Ergänzung machen wollen. Es gab ja vor kurzem einen Bericht auf Telepolis, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas im Netz, dass die Aktion Bildung, das sind so Netzwerke, mal untersucht haben, wie viele Studiengänge denn überhaupt in NRW zum Beispiel oder deutschlandweit akkreditiert sind. Da ist, dabei ist zutage getroffen, das wissen Sie auch, dass 50% der Studiengänge in Nordrhein-Westfalen noch gar nicht akkreditiert sind oder auch gar nicht daran gedacht wird, im Moment die zu akkreditieren. Also deswegen ist das ganze Konstrukt der Akkreditierung natürlich, was auch im Hochschulfreiheitsgesetz vorhanden ist und festgeschrieben ist, ja auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Da werden wir Piraten hier im Landtag natürlich noch schwer aktiv. Also das kann man schon mal versprechen. Ich würde auf einen anderen Aspekt eingehen wollen. Sie haben in Ihrem Vortrag gerade die Finanzierung angesprochen. Jetzt werden sich viele wieder denken, ach, wie langweilig, geht wieder nur um Geld. Aber Sie haben ja von Besiegten und Siegern in dem Wettbewerb der Hochschulen untereinander gesprochen, auch gerade was die Finanzierung angeht. Die Piratenfraktion hat dazu einen Antrag auch gestellt, der Ihnen hoffentlich schon bekannt ist. Wenn nicht, wird das nachgeholt. Wo es genau erstens um die Frage der Transparenz der Mittelverwendung und der Hochschulen geht und dem Berichtwesen gegenüber dem Geldgeber, also dem Zahlmeister, wie Sie vorhin so schön ausgedrückt haben, und auf der anderen Seite die Praxis der leistungsorientierten Mittelvergabe auf den Prüfstand stellen soll und dementsprechend eigentlich das Absurde in dem ganzen System darstellen sollten. Also wir waren ja beide auf der Fachtagung der Hans oder auf dem Forum, Hochschulpolitischen Forum der Hans-Böckler-Stiftung. Da hat ja der Rektor der Westfälischen Hochschule Kriegesmann, also in Gelsenkirchen der Fachhochschule, eindrucksvoll dargelegt, wie ein sogenannter Treppeneffekt dort zustande kommt. Das heißt, das ist auch im Antrag zu sehen, die Frage, was ist überhaupt wissenschaftliche Leistung und nach welchen Kriterien wird Geld an Hochschulen verschoben nach dem System. Vielleicht aus Ihrer reichhaltigen Erfahrung dort, auch was Hochschulfinanzierungs- und Steuerung dort angeht, vielleicht, weil wir natürlich den Ansatz, wir wollen ein Gegenkonzept dazu haben, also weg von diesem Wettbewerb um Mittel, die nach welchen Kriterien auch immer dort vergeben werden, zum Beispiel Studienabbrecherquoten und Output-Orientierung, also wie viele Absolventinnen und Absolventen habe ich und so weiter. Also einen anderen Mechanismus zu finden, einen moderneren Mechanismus, der zwar bei der schwierigen, unterfinanzierten Lage immer nur eine Flickschusterei sein kann, aber in der aktuellen politischen Arbeit uns hier fruchtbar weiter voranbringen kann, um dieses System, was dahinter steckt, unternehmerische Hochschule, von der anderen Seite anzugreifen. So. Das war eine Frage. Ja. Okay. Welche Mechanismen würden Sie da... So, also, Entschuldigung. Stichwort
Akkreditierung nur noch eine Ergänzung. Die Akkreditierung, das muss man wissen, geschieht zunächst mal nach Papierform. Oder man kann auch sagen, auf die blauen Augen der Antragsteller hin. Jetzt ist ja sehr interessant, dass vorgesehen, dass nach 5 Jahren die Papierform, die einmal eingereicht worden ist und von der Akkreditierungsagentur dann auch bestätigt worden ist, sollte ja nach 5 Jahren reakkreditiert werden. Nun sind die Hochschulen und vor allem auch die Hochschulrektorenkonferenz auf die listige Idee gekommen und sagen, nee, also eine Reakkreditierung der einzelnen Studiengänge, die wollen wir gar nicht mehr haben. Wir wollen eine sogenannte Systemakkreditierung. Das heißt, wir wollen nicht mehr den einzelnen Studiengang akkreditiert haben, sondern wir wollen nur die Hochschule überprüfen, ob sie denn entsprechende Qualitätsstandards absichert. Wenn die Hochschule entsprechende Qualitätsstandards sichern, dann brauchen die einzelnen Studienordnungen nicht mehr einzeln akkreditiert werden. Universität Bielefeld hat das zum Beispiel. Also das ist die elegante Form, sozusagen durch einen Systemwechsel einer Überprüfung entgehen zu können. Was die leistungsorientierte Mittelzuweisung anbetrifft, da liegen Sie meines Erachtens richtig mit Ihren, ich sage jetzt mal, bohrenden Fragen. Es ist in der Tat höchste Zeit zu überprüfen, ob die Kriterien, nach denen die Mittel leistungsorientiert an die Hochschulen vergeben werden, ob die noch stimmig sind. Das ist jetzt eine nicht einfache Diskussion und ich würde Sie damit verschonen, aber es wäre ein Gespräch auch innerhalb Ihrer Fraktion wert, da zu einer vernünftigen Validierung zu kommen. Heute Mittag ist es ja schon angesprochen worden. Früher war zum Beispiel ein ganz wichtiges Kriterium die Zahl der für die leistungsorientierte Mittelzuweisung, die Zahl oder der Prozentsatz der Studierenden, der in der Regelstudienzeit zum Abschluss gekommen ist. Nun hat man durch die Bachelorstudiengänge ja erreicht, dass entweder die Studierenden schon rechtzeitig abspringen, weil sie den Leistungsdruck sich nicht aussetzen wollen, was ich gut verstehen kann. Ich habe selbst 2 studierende Kinder und ich weiß, was diesen Leistungsdruck ausmacht. Das heißt, diejenigen, die Regelstudienzeitüberschreitung spielt heute keine relevante Rolle mehr. Also braucht als Kriterium auch nicht mehr die Dominanz besitzen. Also man kann diese Dinge validieren. Was hier im Übrigen auch schon geschehen ist, man hat den Prozentsatz, nachdem die leistungsorientierte Mittelzuweisung verteilt wird, verringert, weil man gesehen hat, dass es zum Beispiel den Hochschulen im Ruhrgebiet mit dieser leistungsorientierten Mittelzuweisung ziemlich dreckig ging. Nämlich, weil die Studierenden dort länger brauchten. Ganz einfache Frage, weil die sozial anders zusammengesetzt sind. An den Hochschulen des Ruhrgebiets haben 60% der Studierenden praktisch Teilzeit studiert, weil sie nebenher arbeiten mussten, um ihr Studium zu verdienen, was natürlich etwas anderes ausmacht, als wenn man in Köln sozusagen studieren kann oder gar in München, wo man sozusagen mal die Apanage von den Eltern hat und dadurch zügiger studieren kann. Das heißt, die Hochschulen haben, ohne dass sie dafür überhaupt etwas konnten, eine schlechtere Mittelzuweisung bekommen als die Universitäten, wo also, ich nenne sie mal so, eben mehr die bildungsnahen Studierenden oder Kinder aus bildungsnahen Familien studiert haben. Also das ist richtig. Die entscheidende Grundfrage, die man immer im Auge haben muss, ist die Ausstattung der Grundmittel. Sind die Hochschulen in der Lage, im Rahmen der Grundmittel, jedenfalls, ich würde fast sagen, wie bei einer Krankenversicherung, die Grundversorgung an Bildung, an Forschung und Lehre zu erledigen? Oder sind sie zwingend darauf angewiesen, zusätzliche Mittel einzuwerben? Sei es über Forschungsgelder oder sei es über Studiengebühren. Das ist ja immer noch, latent. Man tue nicht so, als sei die Diskussion schon ausgestanden. Wir haben beobachtbar, und darüber hat sich der Michael Hartmann, schade, dass er nicht hierher kommen konnte heute zu der Anhörung, ausgiebig beschäftigt. Was wir erleben in Zeiten der Eliteförderung ist ein sogenannter Matthäus-Effekt. Das heißt, wer hat, dem wird gegeben. Die RWTH Aachen
sahnt so viel Geld ab wie fast 90% aller anderen Hochschulen, vielleicht Köln ausgenommen. Der Rest wird an die Peripherie verdrängt. Es ist so, dass sozusagen auch was das Renommee der Drittmittelvergabe anbetrifft, auch da spielt der symbolische Wert, der Ruf einer Hochschule, hätte man früher gesagt, einfach einen ganz ausschlaggebenden Faktor. Und wir können erkennen, dass auch durch die Exzellenzinitiative, leistungsorientierte Mittelzuweisung, man einen zunehmenden Effekt hat, dass die Mittel an die Hochschulen fließen, die ohnehin schon am meisten haben. Nun könnte man nochmal sagen, es ist ja nicht schlimm, die sind ja auch dann besonders gut. Das Problem ist nur, es war von Anfang an ein falsches Denken zu meinen, eine gesamte Universität könnte exzellent sein. Es können einzelne Forscher exzellent sein, es können einzelne Fachbereiche, es können einzelne Institute exzellent sein, alles richtig. Aber einfach so zu tun, als sei eine gesamte Universität exzellent, ist eine Lüge an sich selbst. Und wenn nun aber eine Universität einen bestimmten symbolischen Wert erreicht hat und dadurch eben zusätzlich eben Mittel akquirieren kann, dann führt es zu dem von mir vorhin beschriebenen, oder ich habe es zumindest versucht zu beschreiben, Hierarchisierungseffekt der Hochschule. Das heißt, wir werden es erleben. Die Hochschulen an der Peripherie werden periphere Hochschulen. Das heißt, Siegen oder ich meine Greifswald oder Bayreuth oder man braucht gar nicht Nordrhein-Westfalen, werden früher oder später nicht mehr und nicht weniger sein als Lehruniversitäten oder Lehrhochschulen. Weil der Forschungsanteil einfach zurückgehen wird, weil nicht mehr genügend Mittel da sind. Und dann hat man eine self-fulfilling prophecy. Wenn die dann also eben weniger forschen und weniger Mittel einwerben, dann heißt das eben dann auch, die sind ja auch schlechter. Man sieht es ja. Sie werden gar nicht mehr gefragt. Und das ist eine Entwicklung, die man beobachten kann. Und wie gesagt, ich möchte jetzt, weil ich sowieso zu viel rede, ich möchte Sie auf einen Artikel auf den Nachdenkseiten, Sie brauchen nur Michael Hartmann einzugeben, verweisen, wo der Michael Hartmann exakt diese Entwicklung des Matthäus-Effektes in aller Klarheit empirisch beschreibt. Auch Richard Münch hat das in mehreren Aufsätzen getan, die Mechanismen Ihnen darzustellen. Bitte um Nachsicht will ich jetzt nicht Ihnen nicht mehr zumuten. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt, Moment, da kommt wohl was aus dem Internet. Ja, dann habe ich ihn auf der Liste, danach Herrn Killewald nochmal und dann mich. Aber einverstanden, wenn wir das Internet eben vorziehen? Eigentlich gerade nicht, weil ich nur ein Statement abgeben wollte und gleich weg muss. Okay, dann machen wir zuerst das Statement, bitte. Genau, Jannik Brandenburg von der Universität Münster. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen auf das, was eben gesagt wurde oder was Sie eben sagten, Herr Lee, bezüglich der Hochschulräte. Ich glaube gar nicht, dass es überhaupt notwendig ist, wenn man einmal so weit, also ich setze gerade voraus, wir schaffen Hochschulräte ab in der derzeitigen Form. Punkt. Und wir wollen auch gar keine entscheidungstragenden oder entscheidungsbefugten Hochschulräte irgendwie in irgendeiner Form an den Hochschulen haben. Ich glaube gar nicht, dass es dann notwendig ist, noch viel mehr ins Gesetz zu schreiben, als dass entscheidungstragende Hochschulräte nicht zulässig oder nicht vorgesehen sind. Denn beratende Gremien können sich die Hochschulen dazu bestellen, wie sie wollen. Sie können sie besetzen, wie sie wollen. Und das können die Hochschulen meinetwegen auch so autonom machen, wie sie gerade lustig ist. Der zentrale Punkt dabei ist meines Erachtens, dass die Hochschulleitungen keinem Hochschulrat oder ähnlichen Gremium rechenschaftspflichtig gegenüber sind. Berichtspflichten können Hochschulen gerne irgendwie einrichten, wie sie das wollen. Dass es dort keine Dienstherrenpflicht oder keine Dienstaufsicht gibt und allgemein, dass sie in der strategischen Planungsentscheidung,
ja, dass die Hochschulräte in den strategischen Planungsentscheidungen vom operativen Geschäft gar nicht zu sprechen, dass sie dort nichts zu sagen haben. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Und solange man diese Sachen verhindert, können sich meines Erachtens die Hochschulen als beratende Gremien, beratende Institutionen dazu bestellen, wen sie gerne möchten. Und das tun sie ja auch. Ich glaube, deswegen ist es gar nicht so nötig, noch weitere feste Aufgaben irgendwie ins Gesetz zu schreiben. Herr Lieb, möchten Sie da zuerst? Vielleicht nur eine Bemerkung. Wir hatten dazu gerade schon ein kleines Geplänkel. Ich würde in so ein Gesetz immer gerne hineinschreiben, dass ein solcher Beirat das Recht hat, sich umfassend zu informieren über das, zum Beispiel auch über Kooperationsverträge, die an den Hochschulen stattfinden. Denn wir sehen es ja, es ist eine ungeklärte Rechtsfrage. Die Universität zu Köln und die Bayer AG flüchten sich ins Betriebsgeheimnis, sagen, das Informationsfreiheitsgesetz ist dafür nicht hinreichend. Die Wissenschaftsfreiheit geht über die Informationsfreiheit. Also nur um ein Beispiel zu nehmen, dass ich also bestimmte Rechte einer solchen Beratungsstruktur, ich nenne es mal noch neutraler, und bestimmte Aufgaben einer solchen Beratungsstruktur doch im Gesetz vorsehen würde, weil wir sonst aus dem gegenwärtigen Zustand der Intransparenz, jedenfalls der öffentlichen Intransparenz, nicht so leicht herauskommen. Aber man müsste das noch, ich gebe Ihnen gerne zu, Herr Brandenburg, man müsste das noch intensiver diskutieren. Ich wollte Ihnen ein einziges Beispiel dafür benennen, warum ich für eine Aufgabenbeschreibung wäre. Okay, vielen Dank, Herr Brandenburg. Wir bleiben in Kontakt. Dann wäre jetzt, wenn Herr Killewald einverstanden ist, natürlich ist er einverstanden, erstmal das Internet mit Ingo Schneider dran. Ingo, bitte. Ja, Monika hat geschrieben. Es ist keine Frage, gebe ich vorweg, aber trotzdem ein Statement. Im Moment, Monika, jetzt unsere Monika? Nein. Okay. Der, da sie mir jetzt nicht gesagt hat, ausdrücklich bestätigt hat, dass ich den Nachnamen nennen darf, lasse ich ihn jetzt einfach mal weg. Nennen wir sie Monika aus dem Internet. Hat geschrieben, die Hochschulräte kommen ja häufig nicht aus der Region NRW. Die sehen NRW nur viermal im Jahr. Und so können regionale Besonderheiten nicht beachtet werden. Das Recht kann der technische Fachlehrermangel an den Berufskollegs nicht entgegengewirkt werden. Die NRW-Universitäten steigen vielfach aus den technischen Berufskolleg-Lehrämtern aus, da es hier keine Drittmittel gibt. Das hat ja gerade erst die Uni Essen-Duisburg vorgemacht. Das Zahnrad Berufskolleg Lehrer wird aus unserer Region entfernt mit katastrophalen wirtschaftlichen Folgen für die Region. Entscheidungen können nicht gut für alle, sondern nur gut für einige sein. Erst recht, wenn sie von Aufsichtsräten gefällt werden, die auf Rendite aus sind. Auch funktionieren auf der ganzen Welt unternehmerische Bildungssysteme nicht, da Bildung schlichtweg zu teuer ist, um sie aus Steuergeldern finanzieren zu können. Patienten können ja auch nicht das Röntgengerät kaufen, das zu ihrer Behandlung nötig ist. Daran krankt das zu wenig wendige US-Bildungssystem sowie das britische System. Vielen Dank, Herr Dr. Lieb, für den innovativen Vortrag. Okay, ein Statement. Gut. Vielen Dank, Monika aus dem Internet. Dann wäre jetzt, oder es sei denn, Sie... Ich habe da eigentlich nichts zu ergänzen. Also ich bin durchaus der Meinung, dass also sozusagen die regionale Einbindung auch, was den spezifischen Arbeitsmarkt anbetrifft, ein sehr, sehr sinnvoller, also auch wieder ein Punkt, den man in so einer Aufgabenbeschreibung drin haben könnte, der regionale Bezug berücksichtigt werden muss. Und klar, jemand auch von der ETH Zürich weiß halt eben nicht so genau, was in Münster sozusagen der berufliche Bedarf ist, beispielsweise an einer Fachhochschule. Wie sollte er auch? Okay, dann wäre jetzt Herr Killewald dran, bevor ich mir selbst das Wort erteile. Bitte. Also erstmal muss der Herr Dr. Paul mich natürlich nicht siezen. Ich hätte einen Vorschlag. Wir hatten jetzt gerade öfter mal den medizinischen Sektor. Sie sagten gerade was von der Krankenversicherung. Der Hilmar hatte ja vorhin nach einem alternativen Konzept gebeten. Da frage ich mich,
warum hat man nicht, wie in so vielen Bereichen, ein solidarisches System, was die Drittmittelvergabe angeht? Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, Universität X kriegt 1 Million, dass davon ein gewisser Prozentsatz in einen Topf für alle Universitäten geht, aus dem zum Beispiel vor allem Studiengänge gefördert werden, die keine Drittmittel haben, zum Beispiel Berufsschullehrer, was, soweit ich weiß, auch in Aachen mal ein Thema war, was aufgegriffen werden sollte, würde, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Das war jetzt einfach nur so als Anregung irgendwas. Die Idee ist gut. Nur, da muss man sozusagen die Praxis sehen. Warum macht ein Unternehmen Auftragsforschung? Es macht Auftragsforschung aus der Perspektive, sagen wir mal, der Entwicklung eines Produkts innerhalb eines Unternehmens. Und es schaut sich dann so um, wo gibt es Wissenschaftler, die sich sozusagen mit der Thematik befassen, die für das Unternehmen ein ungelöstes Forschungsproblem darstellt. Deswegen wird sich also ein solches Unternehmen immer an einen einzelnen Professor, an einen Lehrstuhl, an ein Institut wenden, von dem es ausgeht, dass an diesem Institut diese Frage, die das Unternehmen interessiert, in besonderer Weise erforscht hat oder weiter forschen könnte, also wo die Kompetenz dafür vorhanden ist. Deswegen kann man von diesem Unternehmen nicht erwarten, dass sie sozusagen ganz allgemein einer Hochschule Mittel zuweisen, um also dann sozusagen, dass die Hochschule dann sucht, wo also sozusagen in welchem Regal der Wissenschaftler oder der Fächer nun das nötige Wissen herrscht, sondern solche Projekte kommen eigentlich immer aus der Kenntnis der Forschungsabteilung der Unternehmen mit den Forschern an anderen Institutionen zustande. Wo ich Ihnen natürlich völlig recht gebe, das ist natürlich immer die Frage, wie sind sozusagen die Fixkosten für einen solchen Forschungsauftrag verteilt? Das heißt, wie viel Mittel aus einem Forschungsauftrag von privater Seite kommen der Hochschule zu, sozusagen als Infrastrukturinvestition oder als Investitionen für Geräte oder dergleichen Dinge mehr. Also man nennt das auch Overhead-Kosten. Also wie viel Prozent bekommt die Hochschule, die ja die Infrastruktur für diese Forschungsleistung stellt, von einem solchen privaten Forschungsauftrag zur Verfügung und diesen Betrag sozusagen solidarisch an der Hochschule oder nach Bedarf an der Hochschule zu verteilen, das halte ich für dringend notwendig und müsste auch abgesichert sein. Insofern kämen die Drittmittel ja der Hochschule zu einem Anteil wenigstens der Hochschule insgesamt auch zugute. Okay, bevor ich mir jetzt selber das Wort erteile, da war eben noch eine Wortmeldung, wenn du bitte. Alles klar. Jetzt ist an. Jetzt? Ja. Okay. Ja, es ist durch die Spiegelung, aber gut. Ein Lichtreflex, wie ich bei den Lottozahlen gelernt habe. Es ist ein Lichtreflex. Ja, mein Name ist Fenna Neumann, ich komme von der Uni Münster. Ich habe da als studentische Vertreterin einige Jahre lang mich an so ziemlich jedem Gremium abgearbeitet, was diese Universität zu bieten hat. Ja, also ich habe eine Anmerkung und zwei Fragen. Die erste Anmerkung ist, ich habe im Rahmen dieser ehrenamtlichen Arbeit tatsächlich gelernt, es gibt gute und schlechte Drittmittel. Und für mich war natürlich völlig klar, was gute und schlechte Drittmittel sind. Die guten sind die, die vom Land unabhängig und so weiter vergeben werden, oder vom Bund oder von der EU oder von sonst wem, also halt öffentliche Gelder. Viele Drittmittel sie einwerben, sondern halt eben auch tatsächlich, ob es private oder staatliche Drittmittel sind. Und das durfte ich dann auch in einigen Berufungskommissionen tatsächlich auch live miterleben. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich dachte, mich kann nicht mehr viel schocken, aber das habe ich nicht vergessen. Ich mich dann noch aus. Also dann muss ich mich ja quasi universitätsintern, kann ich mich ja dann nur noch austauschen, vielleicht noch in einem anderen Land, die das vielleicht auch machen. Also ist da nicht irgendwie eine Einschränkung oder ist das nur in meinem Kopf so? Die zweite Frage ist, und das ist eine ganz allgemeine Frage, da würde ich gerne Ihre Meinung zu hören. Durch den Bologna-Prozess soll ja eine Vereinheitlichung des europäischen Hochschulraums stattfinden. So.
ich kann dann noch irgendwie das nachvollziehen, wenn es heißt, dass man dafür Konkurrenz bräuchte. Weil man kann ja einen Wettbewerb nur machen, wenn man gleiche Kriterien hat, also vereinheitlicht hat. Ja? Und dann kann ich gucken, wer ist gut, wer ist schlecht und so weiter. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, wie diese Vereinheitlichung mit diesem Elite-Gedanken gleichzeitig vereinbar ist. Und zwar jetzt nicht, was weiß ich, am so und so vielten im Gremium XY, ja, wo dann gesagt wird, wir machen das eine und das andere, sondern wie ist das im, ich will nicht sagen im Originalgedanken, aber wie ist da die eigentliche Idee, die dem zugrunde liegt, das zu vereinbaren? Also ich will nicht, dass die Uni Münster jetzt sagt, ja okay, wir sind Elite und trotzdem sind wir irgendwie vereinheitlicht und wie lösen wir das jetzt heute, sondern was ist der Grundgedanke, der diesen in meinen Augen Widerspruch versucht aufzulösen? Das würde ich gerne mal wissen. Danke. Stärkung der Hochschulleitung und die sozusagen Autonomisierung und der Hochschulen im Prinzip ein Duodez-Fürstentum der einzelnen Hochschulen wiederhergestellt. Also genau das Gegenteil einer Bewegung in Gang gesetzt, die durch den europäischen Hochschulraum eigentlich eingeleitet hätte werden sollen. Und Sie können es ja beobachten. Ich nehme den ganz einfachen Fall, dass ein Bachelor-Absolvent an einer englischen Hochschule oder britischen Hochschule einen Master machen möchte. Versuchen Sie das mal. Dann sagen die Briten nämlich, wie, 6 Semester, Bachelor bei uns, 8 Semester, kommt überhaupt nicht in Frage. Schon allein dieser Irrsinn, der hier in Deutschland alleine gestartet worden ist, dass an alle Bachelor-Studiengänge an Hochschulen, nebenbei bemerkt noch nicht mal an Fachhochschulen, auf 6 Semester reduziert worden sind. Alle Studiengänge, egal welches Fach sie studieren, also so ab, als ob der, man fühlt einfach ein bestimmtes Quantum, also ein Workload, ein Stoff in den Studiengang und das ist dann der Bachelor. Kein anderes Land in Europa hat sich an dieses Prokrustesbett, musste man fast sagen, gehalten. Deswegen ist es ja auch heute so schwierig, von einer Hochschule in eine andere sozusagen wechseln zu können. Sie brauchen doch heute, wenn Sie als Bachelor, ich sage jetzt mal von Bayreuth nach Frankfurt wollen, da brauchen Sie eine Empfehlung Ihres Professors, Sie brauchen ein Begleitschreiben, Sie brauchen, und dann, wenn Sie Glück haben, sagt die Universität Frankfurt, ja gut, du darfst bei uns den Bachelor machen, musst aber vielleicht noch dies oder jedes Modul nachholen, denn das wird bei uns beim Master erwartet. Das heißt, es hat eine Zersplitterung, Zerfaserung gegeben und das habe ich vorhin auch angedeutet, es wird beispielsweise zunehmend schwierig für jemand, der Personalchef in einer Firma ist, zu beurteilen, was bringt der Absolvent von diesem Hochschulstandort in diesem Fach, identisch genannten Fach, eigentlich für spezifische Fachkenntnisse. Um es mal ein drastisches Beispiel zu sagen, ein Volkswirt, der ausgebildet wurde an der Humboldt-Universität in Berlin und ausgebildet worden ist an der Hohen Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu Köln, die haben sich nichts mehr zueinander zu sagen. Und zwar deswegen, weil der Humboldtsche Studiengang absolut mathematisiert ist, wer in Köln eine völlig andere Form der Volkswirtschaftslehre, ist schon sprachlich eine andere Form der Volkswirtschaftslehre vertreten wird. Die können sich gar nicht mehr miteinander unterhalten. Das heißt, ein Personalchef muss heute im Prinzip in das Diploma-Supplement hineinschauen, um zu erkennen, was bringt dieser Volkswirt genannte Studierende, Absolvent einer Universität eigentlich mit. Also Sie haben recht, Sie haben ein zentrales Dilemma aufgespießt, Hochschulraum und Kleinstaaterei. Das ist, wird selten thematisiert und diskutiert, sollte aber diskutiert werden, weil es den ganzen Prozess in Frage stellt. Zu Humboldt, ich will dazu, da könnte ich wieder einen, ich will damit da eigentlich nur einen Gegenbegriff sagen. Forschung ist auf Kooperation oder auf Austausch, auf Offenheit, auf Transparenz der Scientific Community angewiesen. Wettbewerb ist auf Abschluss,
auf Eingrenzung, auf Abschottung, weil ich ja sozusagen den anderen im Wettbewerb schlagen muss, um also sozusagen ein größeres Renommee erzielen zu können oder auch mehr Mittel ein. Ich will es nur an diesen beiden Begriffen Kooperation und Wettbewerb deutlich machen, warum ich behaupte und nicht nur, ganz viele behaupten, dass die wettbewerbsgesteuerte Universität den wissenschaftskulturellen Bedingungen schlicht und einfach widerspricht. Und aber diese Leute, also die Leute, die sich mit wissenschaftstheoretischen Fragen auseinandersetzen, die werden schlicht und einfach nicht gehört. Also wenn heute der Herr Münch gekommen wäre, der hätte das auseinanderlegen können, welche Bedingungen eigentlich für eine innovative Wissenschaft vorhanden sein müssen. Was Ihre Frage gute und schlechte Drittmittel anbetrifft, da haben Sie recht, diese Unterscheidung wird getroffen. Also so sind zum Beispiel die DFG-Drittmittel, das sind die guten Drittmittel, weil die nach einem Jurorensystem verteilt werden. Kann man auch natürlich wieder fragen, ob dort nur das Old Boys Network funktioniert und ob nur der Mainstream gefördert wird. Das wäre ein weiteres Thema. Es ist allerdings auch richtig, dass natürlich vor allem von privater Seite eingeworbene Drittmittel eine besondere Validität besitzen. Ich sage auch, es hat einen ganz einfachen Grund. Einen ganz einfachen Grund. Der Grund ist, wenn jemand an einer Hochschule bei einer privaten Auftragsforschung in einem bestimmten Forschungsbereich tätig ist, dann hat dieser Mensch, gemessen an allen anderen, natürlich einen irrsinnigen Vorsprung, wenn dann die Firma sagt, wollen Sie nicht bei uns weiterarbeiten? Sie kriegen bei uns auch mindestens das Doppelte, als was Sie bislang als wissenschaftlicher Mitarbeiter verdienen. Das ist ein ganz massives Interesse. Sie sehen es doch schon an Doktorarbeiten, an Diplomarbeiten. Man versucht ja heute schon, ich kann das gut verstehen angesichts der Arbeitsmarktlage, dass die Diplomanten oder auch die schon mit einer Bachelorarbeit versuchen, mit einem Unternehmen zu kooperieren in der Hoffnung, dass sie dadurch eine Einstiegsmöglichkeit in ihre berufliche Tätigkeit ist nicht vorwerfbar. Und genauso geschieht es sozusagen auf der Forschungsprozessebene. Natürlich ist das ideale Rekrutierungsmittel von fähigen Mitarbeitern eines Unternehmens, wenn man in so einem Kooperationsprojekt Leute ausfindig machen kann, die man für kompetent und für einstellungsfähig hält und denen man dann mit einem locker und leicht zu machenden, viel, viel besseren Angebot, als es die normalen wissenschaftlichen Mitarbeiter an der Hochschule haben, ein Angebot machen kann, dem man, ich sage jetzt schlicht und einfach erliegt. Okay. Vielen Dank, Herr Lieb. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zur Sprache kommen. Wir haben jetzt sehr viel über Hochschule im Allgemeinen und im Besonderen über Drittmittel, über leistungsorientierte Mittelvergabe und diese Dinge und auch durchaus Bologna-ideologische Fragen diskutiert. Wir haben vorhin in der Anhörung gemeinsam, für mich das erste Mal im Übrigen, auch einen der Big Player im Bildungsbereich erlebt, namentlich das Zentrum für Hochschulentwicklung, einer der wesentlichen Satelliten, der Hochschulsatellit der Bertelsmann-Stiftung. Und meine Frage an Sie zunächst mal ganz einfach. Wenn man jemand auf der Straße fragt, der kennt vielleicht noch den Buchclub, der weiß, dass es eine Stiftung gibt und Stiftungen sind ja immer gemeinnützig, da ist ein großes Vermögen, über das, ich sag mal, ein doch gerüttelt Maß an Experten bereitgestellt wird, die gemeinnützig tätig sind, die den Staat, die Gesellschaft beraten wollen im Bereich Bildung. Was ist nach Ihrer Auffassung die eigentliche Zielrichtung, was ist die Mission dieser Stiftung und des Zentrums für Hochschulentwicklung? Ich frage es mal ganz einfach auch für den Stream, weil ich weiß, dass Sie ein Kenner der entsprechenden Institutionen sind und freue mich auf Ihre Antwort. Danke. Ich fange damit an, dass ich feststelle, dass die Bertelsmann Stiftung 3/4 der Anteile der Bertelsmann AG besitzt. Das heißt, und die Bertelsmann Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt, auch die Gewinne oder sonstige
Vergünstigungen oder Geldtransfers, die an die Stiftung gehen, sind steuerbegünstigt. Das heißt, die Bertelsmann Stiftung ist sozusagen nicht nur eine Stiftung, die sozusagen einem Mäzenatentum entspringt, sondern mit der Gründung der Stiftung hat Bertelsmann Erbschaftssteuern bezahlt und hat permanent Steuervergünstigungen. Das heißt, die Gemeinnützigkeit oder die Arbeit der Stiftung wird letztlich indirekt durch Steuervergünstigung vom Steuerzahler begünstigt. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, niemand hat etwas gegen Mäzenatentum. Nur Mäzenatentum, das sozusagen einer bestimmten Mission folgt, ist problematisch. Denn das führt dazu, dass der Mäzen sozusagen auch die Mission, die er vertritt, auch ins politische Feld hineinträgt. Und die Bertelsmann Stiftung hat eine klare Mission, die ist nicht geheim, die kann man auf der ganz offen auf der Homepage nachlesen. Reinhard Monat war der festen Überzeugung, dass eine ähnlich den einer Unternehmensführung strukturierte wettbewerbliche Organisation möglichst aller gesellschaftlichen Bereiche das effizienteste Mittel wäre, um die Gesellschaft auch gut zu steuern. Das heißt, Wettbewerb ist für ihn das entscheidende Kriterium zur Steuerung aller gesellschaftlichen Prozesse, weil seine Aussage ist, Wettbewerb schafft ein maximales Maß an Effizienz und ein maximales Maß an Qualität. Das ist seine feste Überzeugung. Deswegen hat sich Bertelsmann mit all seinen Projekten, angefangen von der selbstständigen Schule bis hin zu den Tätigkeiten von Arvato, das heißt eine private Gesellschaft, die sozusagen für die Kommunen und für den Staat die Steuern einzieht, also Verwaltungstätigkeiten übernimmt. In allen gesellschaftlichen Bereichen sollte sozusagen das Wettbewerbsprinzip herrschen, gleichzeitig verbunden mit dem Denken, der Markt kann alles besser und der Staat, alles was der Staat macht, ist letztlich eigentlich entweder schlecht oder allenfalls eine Hilfslösung. So, nun kann man natürlich wirklich ernsthaft die Frage stellen, warum, wie kommt es dazu, dass eine solche Stiftung, die, ich sage jetzt mal, wirkungsmächtiger als der Bundesverband der deutschen Industrie oder der Bundesverband der deutschen Arbeitgeberverbände oder als der DGB in der Lage ist, sozusagen mit dem Image der Neutralität und Objektivität gesellschaftspolitische Diskussionen, ja sogar parteipolitische Diskussionen zu begleiten, anzustoßen, ja zu verändern. Wie kommt es, dass eine solche Stiftung mit einem derartigen Auftrag sozusagen noch steuerlich begünstigt wird und die Vergünstigung, die durch das Stiftungsrecht bestehen, in Anspruch nehmen kann? Es ist letztlich nichts anderes als ein Think Tank, eine gesellschaftliche Einrichtung, die Macht ausüben kann, gesellschaftliche Entwicklungen prägen kann und das ohne, dass es eine demokratische Kontrolle dafür gäbe. Und das ist für mich Bedenkliche. Man könnte irgendwo sagen, die Bertelsmann Stiftung ist sozusagen die Macht hinter der Kulisse. Sie können das in ganz vielen gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre beobachten.
Bertelsmann war im Wesentlichen auch mit daran beteiligt an der Entwicklung der Hartz-IV-Gesetze. Bertelsmann war wesentlich daran beteiligt an den sogenannten Schulreformen. Und das CHE, also die Ausgründung aus der Bertelsmann-Stiftung, sind ja inzwischen zwei Firmen unter dem Logo CHE, eine, die sich privat finanziert und eine, die sozusagen von der Stiftung finanziert wird, hat sich, ich habe das mal so beschrieben, zum informellen Bundesbildungsministerium hervorgearbeitet, denn es gibt keine staatliche Institution in Deutschland, wo nicht im Hochschulbereich nicht das CHE sozusagen präsent ist. Ich nehme nur die Anhörung heute Mittag. Mit welchem Recht wurde heute Mittag als Selbstverständlichen das CHE eingeladen und warum nicht, jetzt weiß ich, sag mal das Wuppertal Klimainstitut oder Sie können beliebig andere Beispiele nehmen. Es wurde eingeladen, weil das CHE als der kompetente Gesprächspartner für Staat und Hochschulen für die weitere Entwicklung der Hochschulen angesehen wird. Diese Stellung hat es sich erworben. Nun könnte man nur sagen, ist ja schön, neutrale Beratungsinstitution, aber es ist eben gerade nicht neutral, sondern es verfolgt eine bestimmte Mission. Ich habe es vorhin deutlich zu machen versucht, Mohn versuchte zunächst über die privaten Hochschulen sozusagen einen Stachel in das staatliche Hochschulsystem hineinzubringen. Als das nicht geklappt hat, hat er mit seinem New Public Management Konzept sozusagen die öffentlichen Hochschulen von innen heraus privatisiert. Der Erfolg lässt sich am Hochschulfreiheitsgesetz ablesen. Wir haben ja im Wahlprogramm für diese Landtagswahl die Gemeinnützigkeit der Bertelsmann-Stiftung in Frage gestellt und damit, glaube ich, auch ein klein wenig die Stiftung herausgefordert, auch wenn wir nur eine kleine Partei sind in Deutschland. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die man hier offen im Stream kommunizieren kann, die Sie einer solchen Partei wie unserer, die natürlich den Transparenzgedanken versucht zu leben, die Sie einer solchen Partei raten können, wie man mit einem solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, politischen Gegner umgeht? Und war unsere Entscheidung, die Gemeinnützigkeit der Bertelsmann-Stiftung in Frage zu stellen, richtig? Auch strategisch richtig? Also soziologisch gesprochen in jedem Fall. Also ich habe ja gerade skizziert, also man kann das jetzt, das war sehr holzschnittartig, gebe ich gerne zu, warum sozusagen unter dem Schirm der Gemeinnützigkeit hier massive politische Beeinflussung in der gesellschaftlichen Debatte und auch politische Entscheidung betrieben wird. Soziologisch ist das, ist dieser Antrag absolut begründet. Die Frage ist, und das ist das Problem, mit dem ich mich auch schon länger beschäftige, ist, wie kann man sozusagen es juristisch begründen, sozusagen die Gemeinnützigkeit in Frage zu stellen, beziehungsweise ein Gesetz zu schaffen, das eben tatsächlich sozusagen abstellt bei der Steuervergünstigung auf Gemeinnützigkeit und nicht auf interessensbezogene Beeinflussung der Gesellschaft. Das ist eine Frage, die kann man nicht mehr soziologisch beantworten, sondern da müsste man sozusagen Juristen ranlassen. Also, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich gegebenenfalls irgendwo schauen, ob ich einen Juristen finde, der also Ihnen so ein Gutachten erstellen könnte. Oder, was ich sehr charmant fände, Sie finden einen Doktoranden, dem Sie ein Doktorandenstipendium finanzieren, der sich in einer Dissertation mit dieser Frage beschäftigt. Das wäre übrigens, glaube ich, ein ziemliches Unikum in der Parteienlandschaft, dass nämlich eine Fraktion
oder eine, die Parteien haben ja auch Studienstiftungen, aber die sind sozusagen Sekundärbereich, aber dass eine Fraktion sagt, wir machen zwei Fliegen auf einen Streich, wir fördern einen jungen Wissenschaftler und holen uns gleichzeitig damit wissenschaftliche Expertise. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Da war Herr Killewald noch mal dran, aber ich glaube, Ingo hat noch was aus dem Internet. Nochmal Monika? Nee, diesmal Alexander. Alexander aus Aachen von der RWTH. Also zum Statement von Herrn Lieb gerade, dass ein Wechsel nach England aufgrund des starren deutschen Systems nicht möglich sei. Doppelpunkt. Ich denke, die Briten hätten hier ein kleineres Problem damit, als wir es in Deutschland haben. Die Kultusministerkonferenz hält nur stur an ihrer ländergemeinsamen Strukturvorgabe fest, dass, Zitat, für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Punkte nachzuweisen. Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangegangenen Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Punkte benötigt. Man jongliert hier also nur mit Zahlen, ohne Kompetenzen dahinter sicherzustellen. Meiner Auffassung nach müssen wir in diesem Bereich uns wieder aktuellen Entwicklungen und der Vielfalt von Möglichkeiten öffnen und hier auch Gestaltungsspielraum lassen. Nachdem wir nun die alten Studiengänge in die neuen Vorgaben eines zweistufigen Systems gepackt haben, sollte man nun endlich einmal an der Studienqualität arbeiten. Hier bremsen aber die Bürokraten, die nicht nur sinnvollerweise die Studierbarkeit gewährleisten wollen, sondern vielmehr meinen, man könnte alles in Ordnungen und Satzungen packen. Eine Satzung ersetzt für mich keinen gesunden Menschenverstand. Herr Lieb, ein Statement dazu? Ich würde Alexander zurückfragen und ihn fragen, wer denn sozusagen darauf gekommen ist, dass für einen Bachelorstudiengang 180 oder wie ich weiß 182 Credit Points notwendig sind. War das eine Erfindung der Bürokratie oder des Staates? Ich vermute, er wird den Beweis nicht führen können, dass das eine Erfindung des Staates war, sondern das waren Erfindungen von Akkreditierungsagenturen, von Hochschulen, die also solche Ziffern und noch viel mehr Ziffern in die Welt gesetzt haben, um nämlich bestimmte Studiengänge akkreditiert zu bekommen. Leider hat sich, das habe ich vorhin darzustellen, versucht, der Staat da gar nicht mehr gegen wehren können. Zu den Studiengängen hat der Staat keinen Kommentar mehr zu geben, sondern das hat er einfach so hinzunehmen. Ist entscheidend. Der zweite Punkt, den Alexander natürlich anspricht, ist völlig klar. Die reine Quantifizierung der Studienleistungen nach bestimmten Modulen, wie sie auch immer in einem Studium zusammengestellt sein mögen, sagt natürlich relativ wenig aus über die Inhalte, die in einem solchen Studium abgelegt worden sind. Und genau dieses macht ja das Problem aus, den Alexander geschildert hat, bei einem Wechsel von Deutschland, ja nicht nur nach England, sondern auch in andere Universitäten im europäischen Raum, ja noch nicht mal nur im europäischen Raum, sondern sogar innerhalb des deutschen Raumes. Es ist ja, ich habe vorhin das Beispiel der beiden wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten genannt. Ein Studierender, der also 4 Semester an Humboldt-Universität studiert hat und nach Köln käme, hätte dort keine Chance, sozusagen sein Studium fortzusetzen, weil es hat miteinander nicht mehr viel, sage ich mal, zu tun. Und er würde sich ins eigene Fleisch schneiden und womöglich sogar sein Studium in Frage stellen. Denn man weiß ja heute, in vielen Fächern ist es ja so, wie früher nur beim Staatsexamen, zweimal durch die Prüfung gerauscht, dritte Mal den roten Schein, das heißt eine Sonderberechtigung. Wenn der nicht kommt, wie heißt das nochmal schnell? Exmatrikulation, womöglich sogar flächendeckende Exmatrikulation. So, also wer würde es da noch riskieren?
sage jetzt mal so, jetzt rede ich fast wieder für so alten Streiten. Früher ist man als, wenn man Politikwissenschaftler war, hat man vielleicht am Otto-Suhr-Institut in Berlin angefangen, ist mal nach Marburg gegangen, hat da Abendroth und Hoffmann gehört und dann ist man vielleicht noch irgendwo nach München gegangen. So, das kann man sich heute gar nicht mehr erlauben, weil, wie gesagt, wenn ich in diesem Studienprozess und dem Studienangebot, das sehr spezifisch universitätsprofilbezogen ist, wenn ich da sozusagen zweimal scheitere, dann riskiere ich unter Umständen, dass ich einen Abschluss in diesem Fach erwerben kann. Und insofern, was völlig richtig ist, was Alexander sagt mit der Studienqualität. Und da hat es jetzt gerade eine Initiative des Stifterverbandes gegeben, Qualität der Lehre, mit einer Dotation, raten Sie mal, nämlich 10 Millionen. Gemessen an der Exzellenzinitiative für Forschung ist das natürlich ein symbolischer Betrag. Den Begriff mit der Fliege hätte ich jetzt, wagen wir auf den Mund, ich habe ihn aber nicht in den Mund genommen, wir sind ja im Livestreaming. Okay, vielen Dank, Herr Lieb. Die Zeit ist sehr weit fortgeschritten. Jetzt hattest du keine Frage mehr. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder so von eurer Seite aus? Unendlich. Unendlich viele. Oliver, du? Ja, ich hatte aber auch festgestellt, dass schon im Vortrag natürlich am Anfang fast alle Fragen, die ich am Anfang hier hatte, schon erledigt wurden und dass vor allem sehr viele Sachen, die ansonsten in der Diskussion auch um das Hochschulgesetz und so gar nicht vorkamen, nochmal auf den Tisch kamen und auch die Sachen, die zu den Drittmitteln, die wir hier diskutiert haben und die man sicherlich noch weiter diskutieren kann, war ja gar kein Thema, dass man da auch die Hochschule im Grunde mit beschneidet und auch die Innovationstätigkeit einschränkt. Na gut, das vielleicht als kurzes Statement, ich will jetzt gar nicht weitere Fragen, wir haben jetzt, glaube ich, nach 21 Uhr. Das ist richtig, das ist korrekt. Herr Lieb, ich würde Ihnen noch die Gelegenheit für ein kurzes Schlusswort einräumen und uns dann gemeinsam vom Stream verabschieden. Es war ein langer Tag. Ich denke, wir haben uns unser Brot heute als Parlamentarier wirklich hart verdient, um 21 Uhr noch hier zu sein. Und ich sage Ihnen schon mal schönen Dank für die Bereitschaft, uns hier wirklich umfassend Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Paul. Ich habe das gerne gemacht. Ich meine, ich habe jetzt auch kennengelernt, wofür vielleicht so ein Streaming gut ist, weil vielleicht viele Leute, die ja, naja, ich sage es mal vorsichtig, doch ziemlich politikverdrossen sind, sehen, dass also die Abgeordnetentätigkeit oder auch die Mitarbeitertätigkeit in einer Fraktion im Landtag jedenfalls nicht mit einem 8-Stunden-Tag bewältigt ist. Und vielleicht hilft das ja auch mal ein bisschen, darüber Aufklärung zu geben, wie die tatsächliche Arbeitsbelastung und Arbeitshaltung von Politikern ist. Ich bin Ihnen viel, viel mehr Fragen schuldig oder Antworten auf viel, viel mehr Fragen schuldig geblieben, als ich beantworten konnte. Ich will jetzt, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, keine Eigenwerbung machen, aber viele andere und ich, unter anderem eben auch Richard Münch oder Michael Hartmann, haben uns auf unseren Nachdenkseiten ihre Beiträge zur Verfügung gestellt, die kann man da nachlesen. Ich könnte mir überlegen, ob ich das, was ich Ihnen jetzt heute sozusagen ja wirklich fast vor den Kopf geschlagen habe, auch nochmal auf die Nachdenkseiten einstelle. Hab da ein bisschen Bedenken, weil ich vergleichbare, also ich schreibe das immer sofort, also es ist nie dasselbe und ich gebe mir immer die Mühe, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, vergleichbare Beiträge aber schon ein paar auf den Nachdenkseiten haben und das dann vielleicht nicht, was ich Ihnen anbieten kann, wenn Sie also irgendein Portal haben, wo Sie das nebenher oder wo Sie darauf hinweisen können, dass wir Sie haben als Piratenfraktion natürlich ein Portal und das ist eine Fortbildungsveranstaltung der Piratenfraktion gewesen, von daher einfach her damit. Ja, dann schicke ich Ihnen einen Link und dann können Sie da das verwenden. Gerne und warum soll man das sozusagen immer nur in der eigenen Suppe kochen?
Ich schicke Ihnen den Link zu. Danke. Ich hoffe, ich habe, ja, ich habe die Internetadresse habe ich. Das mache ich gerne und ich glaube, dann kann ich damit auch sozusagen das als Schlusswort nehmen. Dann kann man das nochmal genauer nachlesen. Ich bin wie immer für, wenn Sie Anregungen zu solchen Sachen haben oder wenn Sie Vorschläge haben oder auch wenn Sie Kritik haben, dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich melden würden, mir Hinweise geben würden, mir Kritik entgegenbringen würden. Und denn ich verstehe mich als, obwohl ich ja sag mal, schon im reiferen Alter bin, immer noch als Lernender und würde gerne auch immer weiter lernen. Und da bin ich für Anregungen oder auch Unterstützung oder Rat jederzeit gerne bereit. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass ich von den Piraten hier eingeladen worden bin. Heute Mittag war ich ja sozusagen von den Grünen eingeladen. Ich finde es immer ganz interessant, dass ich nur meine eigene Partei, der ich noch angehöre, die hält mich offenbar nicht für einen Experten. Und deswegen bin ich umso dankbarer, wenn es andere Parteien machen. Vielen Dank also dafür. Herr Lieb, wir bleiben in Kontakt. Sie sind jederzeit bei den Piraten willkommen. Vielen Dank. Und tschüss, Stream. Mitgliedsanträge für die Piratenpartei liegen hier vorne links. Wir erlauben die Doppelmitgliedschaft. Ja. Großartig, vielen Dank. Das war wirklich.